Guten Tag. In der letzten Folge haben die drei Lappen Kevin gekillt. Es gibt keinen Grund, das lustig zu finden, aber na gut. Also sie haben Kevin gekillt, nachdem sie ihn endlich gefunden hatten, war relativ easy. Attacke rein, schön durchs Fenster, so genauso wie es in der Runde nicht ist, aber heute, also wie es sonst in der Runde nicht ist, heute... Ja, gut, heute muss ich endgültig einsehen, dass meine lange Erziehung hier fehlgeschlagen ist. Das ist natürlich ein schwerer Moment auch. Beobachtungsauftrag? Kabans Verhalten im Verhältnis zu dem, was er gesagt hat, von wegen nicht die Bodyguards killen. Viel Spaß und bleibt geil. Also, ja, runter und weg und Kaban hat gute Laune. Die werden alle sterben. Er benutzt ungefähr viermal auf ein Gerät diesen RFID-Löscher. Und dann fällt ja auf, dass er noch die anderen Sachen löschen muss. Er ist auf jeden Fall sehr... Sicherheit. Der junge Mann ist sehr beschäftigt damit. Also, er freut sich. Macht das auch sehr schnell. Und ob das gut ist, könnt ihr besser entscheiden. Jojo kriegt später irgendwann, also nach kurzer Zeit quasi, als wir noch aus dem Weg zum Auto sind oder sowas wahrscheinlich, kriegt sie eine Nachricht, guckt drauf. Alles klar, wir haben noch eine zweite Station. Nicht eine zweite Station? Wir haben noch eine zweite Station. Es gibt Probleme. Okay, dann aber hin. Los, wohin denn? Na, pass auf. Es gibt hier einen Bazar. Und der ist eingekreist von Molokoleuten. Da sind aber Leute drin, die raus müssen. Okay, dann, wo ist der Bazar und wie kommen wir da hin? Okay, also ich weiß, wo der Bazar ist und ich weiß, wie wir hinkommen. TikTok, versuch bitte auf dem Weg alles rauszukriegen, was du über die aktuelle Situation raus hast. Quasi möglichst sogar Bilder von dem, wie das da aussieht. Jojo guckt selbst auch nochmal kurz nach, ob sie irgendwelche Satellitenfotos oder irgendwas von dem Bazar kriegt, damit sie wenigstens einen Plan hat. Aber ein Pferd. Also. Wupp, wupp. Na gut, Kinder. Fahr nach Navi und zwar schnell. Die Infos, die Jojo hat, die werde ich euch jetzt einfach mitteilen. Das müssen wir ja nicht doppeln. Pass auf. Es ist nämlich so, dass dort drei Gänger auf dem Bazaar sind und das sind die, die den wichtigen Shit dabei haben. Das war ihre normale Fluchtroute, denn auf so einem Bazaar ist ja auch einiges los. Da kann man ja gut untertauchen. Na? So. Ihr müsst euch das so wie einen grauen Markt vorstellen. Also und schön so wie bei Blade Runner zum Beispiel, ne? Dass du tatsächlich Stände hast, dass da schön viel los ist, dass die Leute gequetscht dort langlatschen und ihren Scheiß verhökern, schön die Tintenfische, ne, Tintenfische sind echt ein bisschen unrealistisch, schön der Trockenfisch im Wassereimer, denn das ergibt Sinn. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dort wird bestimmt doch was unter der Hand verkauft, aber es ist nicht der übelste Schwarzmarkt. Dieser Bazaar ist umgeben von natürlichen Abgrenzungen. Diese Abgrenzung nennen wir im Weiteren Häuser. Also natürlich. Hey. Jetzt hat er mal das Maul. Auf jeden Fall. Diese im weiteren Häuser genannten Objekte sehen wir hier auf der Karte, die jetzt im Twiddler ist. Das, was, also alles, was schwarz ist, sind halt Wände von Häusern, die da drumherum sind. Das, was rot sind, sind Straßen, die da quasi, ne, auf so eine Art Platz führen. Hinterhof nennt man das. User ja. In your channel timed out. Alles klar, geil. Das, was braun sind Hauseingänge. Braun ist, sind Hauseingänge, ne? Einigermaßen logisch bis hierhin. Das nehme ich als ja. Mhm. A bis Z. So, ich habe nur gesagt, dass das rote Straßen sind und das braune sind Hauseingänge von den umgebenden Häusern, ne? A bis Z sind Dudes. Also Moloko-Dudes. Die lassen da offensichtlich gerade keinen rein. Die lassen auch offensichtlich keinen raus. So. Viele? Bitte? Viele? Quasi jeder Buchstabe ein Dude. Er kann das nicht sehen, glaube ich. Achso, der Und A bis F. Er ist.
Na, er ist noch mit seinem Android drin, oder? Ach so, stimmt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Dudes. 19 Dudes. Die sind natürlich ein bisschen verteilt, meistens in Zweiergruppen und einmal ist eine Vierer, einmal eine Fünfergruppe. Weiterhin sind dort ein paar Drohnen, ist ein ganz schön hartnäckiges Störfeld vielleicht. Also ihr habt da echt wenig Kommunikation bis jetzt. Bevor ihr nachfragt, die kurz die weiteren Infos, die ihr sicherlich haben wollt. Ey, Trolli, was haben die denn dabei? Also, wenn das Zweiergruppen sind, dann hast du immer einen Typen mit einer Maschinenpistole, einer Pistole und einem Betäubungsschlagstock und einer Panzerjacke. Jojo weiß, dass die Maschinenpistolen von Moloko echt wenig Muni haben, nämlich 15 Schuss, aber sonst eigentlich ganz okay sind. Dazu steht immer ein Typ in einer leichten Vollkörperpanzerung mit einem Sturmgewehr, was aber auf dem Dreibein rumsteht, weil das Ding übelst groß und hässlich ist, weil sie nicht gut bauen konnten. Hat aber dafür halt auch eine Unterlauf-Schrotflinte. So. Was auch überhaupt keinen Sinn ergibt für ein Sturmgewehr, ist mir aber jetzt egal. Des Weiteren, bei der Fünfergruppe sieht man zwei leichter gepanzerte, leichter bewaffnete, also nur Pistole. Dudes, was sie da machen, der eine scheint Hacker zu sein, weil der tippt echt viel auf dem Deck rum. Situation auf dem Markt ist bisher so mittelmäßig angespannt. Also die Leute, ein paar sind noch einigermaßen entspannt am rumfeilschen, aber manche haben schon bemerkt, dass sie gerade nicht so raus können und denen gefällt das nicht ganz so gut. Ja. Auf den Straßen stehen da auch Moloko-Transporter als Barriere? Aber die haben das mit so einer Art, kennst du diese mobilen Schranken, die man schnell mal hinstellen kann? Nö, aber die hören sich nicht stabil an. Nee, das sind Schranken. Ich guck die anderen beiden an. Plan, wir überfahren einfach die Dudes in schwerer Panzerung und knocken den Hacker aus und dann machen wir einen Exit. Danny, Problem. Du bist auf jeden Fall noch für 45 Minuten drauf, ich sag das mal, ne? Super. Jojo sagt, das ist ja noch auf dem Weg. Jojo sagt, Problem, wir wissen A nicht, wo sie sind und zum Zweiten haben die Sturmgewehre zum Teil. Die schießen uns den Wagen kaputt. Und uns und die Leute, die zu unserem Wagen laufen. Wie viele Meter sind da Entfernung? Wo zwischen? Ja, zwischen A und S. Und E und F. Was hatte ich für das ganze Ding bemessen? Irgendwie 100 Meter, ne? Du hattest 100 mal 100 Meter bemessen, ja. Ungefähr. Na, dann sind das offensichtlich so 15? Ich bin schlecht im Schätzen jetzt. Ist grob. Das ist echt nicht viel. Das ist quasi 50, dann müssen das 25 sein. 25 von A bis S wahrscheinlich. Wenn wir unterwegs an einem größeren LKW-Transporter Gedönskirchens vorbei, der abgestellt ist. Na, was definierst du als größer? Ja, schon, sag ich mal, 10 Tonnen plus. 12 Tonnen, 12,5 Tonner, das kann sein, die fahren auch in der Stadt rum. Nennen wir mal ein Beispiel für einen 12,5 Tonner. Umzugswagen, kleiner. Okay, ja. Nee, größer als ein kleiner Umzugswagen, das sind 7,5 Tonner, was du meinst. Ja, okay, aber ein bisschen größer als ein Umzugswagen, ja, kommt vorbei. Der abgeschlossen ist, ja. Ein Krankenwagen wäre auch ein 12,5 Tonner. Jo, aber ein Krankenwagen will waren die bestimmt nicht hacken. Ja, aber von der Größe her, ungefähr. Hä? Krankenwagen wiegen 12,5. Okay. Ja, wäre mein Vorschlag, ich hack das Ding und lass das Ding automatisch voll in diese Vierergruppe da reinrasen. Auf den Marktplatz. Da haben wir richtig schön Ablenkung. Und können von der anderen Seite mit unserem Auto rein und werden dabei vielleicht nicht zerbumst. In die Vierergruppe oder in die Fünfergruppe? Weil in der Fünfergruppe ist wahrscheinlich der Hacker. Es wäre doch praktisch, wenn wir den. Kannst du nicht dieses Störfeld irgendwie ausmachen? Deswegen wollte ich da ja rein und den Hacker. Genau, dann können wir telefonieren, dann ist alles problemärmer. Ja, dann muss ich nur den Hacker eben weghacken. Und ich denke mal, da könnte eine Angriffsmethode per LKW sozusagen viel schneller und eleganter sein. Ja, das will ich nicht in Abrede stellen. Die Idee hatte ich auch schon, aber reicht das, um den LKW, also reicht es, wenn wir den Hacker jetzt platt machen, dass der Störsender weg ist? Ja, spätestens dann kriege ich ihn ohne Gegenwehr weg. Okay, dann machen wir das so. Ich denke mal, der Hacker wird tatsächlich auch den Störsender am Laufen haben. Deswegen wird er da auch wahrscheinlich rumrennen. Unwahrscheinlich übrigens. Also wenn du als Hacker einen Störsender emulierst, kannst du dein Deck für nichts anderes mehr benutzen, aber du weißt schon, dass es einige Drohnen über dem Platz gibt, die als Störsender fungieren, aber wenn der, wie du hast ja recht, wenn der weg ist, dann machst du die Drohnen halt einfach kalt.
Ich meine, dass der wahrscheinlich sich gerade mit dem Störsender beschäftigt, dass Ach er so, gerade die ja. Ne, Frequenzen scannt, all den ganzen Scheiß. Ja, und ja, das kann so grundsätzlich sein, ja. dann nehme ich mir den schönsten LKW, den ich auf der Tour sehe, und mache ihn zu meinem. Jutti, wie viele Würfel hast du denn nochmal aufs Hackern? Sekündchen. Mit Hot Sim und Hack on the Fly wären wir bei 11, 13. Hotzim. Yo, warum übertreibt ihr denn immer alle? Das ist irgendwie dumm, wenn ich das sage, wenn ich das für dich würfle. Na gut. Ja, ich sag mal, nach ein bisschen längerer, aber ihr fahrt ja eh doch noch eine Weile hin, Heckzeit gehört das Ding dir. Alles klar, dann sage ich dem LKW, er soll auf mein Signal volle Kanne erstmal ganz normal losfahren und dann so kurz bevor er bei denen ankommt, volle Kanne geben. Alles klar. Was passieren wird? Du fährst erstmal ganz normal und wenn du so 40 Meter von denen weg bist, bekommt dein LKW ein Signal zu stoppen, Befehl von Moloko, denn wir sind cool. Vollgas! Also nicht den Heckbefehl, sondern den, ne, einfach bleib mal stehen, Junge, was soll denn das hier? Ja, dann schließe ich alle Kommkanäle, nachdem ich dem Ding gesagt habe, Vollgas und geradeaus durch. Ja, dann schalte ich sozusagen seine Kommunikation ab nach außen, damit da keiner sozusagen ihn zwangs stoppen kann. Finde ich jetzt nicht gut, aber okay. Also. Ja, ganz zufällig haben sie ja Krähenfüße ausgelegt. Ja, Das und Problem, angebannt. Ja. das Fiese ist auch noch, er hat nicht den Befehl, irgendwie zu lenken oder sowas. Er wird einfach nur Vollgas geben und dahinter ist eine Menschenmenge. Weiterfahren! Das Ding ist, ich glaube nicht, dass die überhaupt großartig auf den schießen werden, weil das meistens nicht viel bringen wird. Machst nur unkontrollierbar unter Umständen. Okay. Die versuchen sich so hart wie möglich in Deckung zu bringen. Machen wir da einfach mal. Warte. Jo. Wenn sie er so bringen. lacht, ist das deprimierend. Sie bringen sich alle in Deckung, müssen aber ja schön sich spurten und eins von den aufgebauten Sturmgewehren wird vielleicht ein bisschen von dem Wagen mitgedroschen. Und diese beiden Elemente krachen dann in so ein paar Stände. Es spritzt kein Obst, aber Kinderblut. Immer vom Klischee weg. Aber ich meine, ihr zermatscht schon so ein, zwei Typen. Ich glaube, die tot sind, aber das ist ja erstmal irrelevant. Und da geht ziemlich viel zu Bruch. Gut, wir fahren ja hinter dem LKW her, jedenfalls in einem Abstand und langsamer. Aber wir wollten jetzt nicht auch da reinbrettern, ne? Nicht? Dieses Schweigen. Ich dachte, die sind jetzt gerade so schön auf einem Haufen, dann kann ich die doch alle einfach alle mitnehmen. Die sind schon zur Seite ausgewichen eher, ne? Also. Ja, also die sind jetzt bestimmt alle auf einem Haufen, also quasi, wenn die von der Straße runterspringen. Also da die werden schon mal mindestens an zwei Haufen sein. Das Ja, gut. ne, das alles andere ist ja vollkommen bescheuert. In welchem Haufen sind denn die härter gepanzerten? Na warte, pass mal auf. Das Ganze hier, Scroll. Und die beiden gepanzerten waren quasi B und D. Und die werden schon eher sich, nachdem das Ding noch da reingerauscht ist, schon eher an den Häuserwänden positioniert haben. Also kann ich nicht A, B und C gleichzeitig erwischen. Du kannst sie vermutlich überhaupt nicht erwischen. Es sei denn, du bist wirklich der beste Fahrer, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. In Shadowrun. Deswegen sage ich ja nicht da reinblättern. Hatte ich dann auch nicht vor. Also das war ja so nur eine Taktiküberlegung. Du bekommst den Befehl, dein Auto zu stoppen. Ich stopp mein Auto. Das ist aber nett von dir. Kann ja sein, ich höre, ich bin ja ein rechtschaffender Bürger von Moskau.
TikTok-Störsender. Bitte. P kommt jetzt natürlich runter zu den anderen. Wir fahren rückwärts, weil da kommen wir ja nicht weiter. Sieht man ja ganz eindeutig. Ja, das ist ja auch verboten, da ist so ein roter Kreis mit dem Ausrufezeichen. Ja, dann fahren wir jetzt rückwärts und drehen dann und fahren dann quasi woanders hin. Vielleicht so hier lang. Dauert ein paar Minuten, ne? Aber wie wär's denn, wenn wir jetzt quasi zur anderen Seite fahren, weil die Aufmerksamkeit ist ja jetzt da unten. Ja, eben, deswegen dachte ich so an P, Q und R. An P ist ja nicht mehr da, aber Q und R und S. Na, entweder das oder da oben zu M und L. Ja, da müssten wir aber wissen, ob hier oben eine Straße lang führt, wo man dann durch die Häusertür durchgehen kann. Müsste ja, sonst würden die da nicht abriegeln. Problem ist, wenn wir M und L ausschalten, kommen N, O, K und J. In naher Zukunft. Nicht gerade mal den LKW sich da angucken, der da dummerweise gerade zu ihren Kumpels gefahren ist. Ja, da gehen schon ein paar hin, ja. Drei Typen sind das, die da hingehen. Von wo kommen die denn da weg? Bitte? Na, P geht da hin und dann noch A und E. Nee, warte mal. Es sind nur zwei Typen, P und A. A ist der Hacker? Nein, es sind zwei von den leichter gepanzerten. Also nicht von den ganz leichten, sondern halt von dem mit der Maschinenpistole. Der Hacker, der andere leicht gepanzerte und die beiden schwer bewaffneten positionieren sich quasi so an den Straßenseiten, dass man sie nicht überfahren kann, aber dass sie noch einen guten Bereich bestreichen können. Okay. Einer ist auf jeden Fall der Hacker, was ist der andere? Habe ich ein Bild von dem Hacker machen können? Ich sag mal ernst, aber das ist in der Bewegung, also ziemlich langgezogenes Gesicht, sag ich mal, schliert ein bisschen. Scheiße, die Kameras sind so gut, ne? Ja, aber du hast nur ein Drittel des Gesichts drauf. Okay. Ich gebe TikTok das Bild quasi, der weiß ja auch, dass der Hacker so aussieht, wie der aussieht. Braucht er das Bild auch gar nicht. Er kriegt das Bild trotzdem. Und den Zugriff auf meine Sprengstoffdrohne. Einfach auf den Kopf. Einfach auf den Kopf setzen und boom. Das ist doch ein Störsender. Ja und? Ein Signal wird er wohl durchhalten können. Mach den Störsender noch aus. Oder so. Kann ich den Störsender halbwegs lokalisieren? Es sind halt viele, ne? Du kannst, tatsächlich habe ich das nachgeguckt, du kannst ein ECCM einfach emulieren. Das heißt, du musst eigentlich nur elektronische Kriegsführung und Logik würfeln und schwächst dann quasi die vorhandenen Störsignale ab für dich. Okay, dann tun wir das, also du. Was ist denn das? Auch dasselbe, ne? Nee, ist nicht dasselbe. Ist 11 oder sowas, wenn du Hot Sim bist. Ja. Alter, Kavan, du wolltest mit diesem Auto mit einem bewusstlosen Hacker da reinfahren? Du Schwein. Bewusstloser Hacker? Der ist Hotsim drin. Der pennt. Ach so. Ja und? Oh, bin halt drauf. Drauf. So, die Arbeit gegen den Störsender. Erweist sich als komplex. du wirst. Du kannst jetzt Signale quasi, es kommen Signale durch von den, also wenn du jetzt dir das Ding als Viereck vorstellst, dann, wenn du quasi an einer Seite stehst, dann kommt da so, keine Ahnung, ein Drittel der gesamten Fläche, da kannst du noch Signale abgreifen, dann nicht mehr. Also du kannst quasi einen Bereich rein. Und wenn du in der Mitte stehen würdest, würdest du ziemlich viel abdecken, also von dem Basar, aber halt von außen nur ein Drittel ungefähr. Hm. Ich nehme mal an, dass er uns das irgendwie mitteilen kann. Er kann uns das ja schreiben oder was auch immer. Ich schicke euch eine Sprachnachricht. Jojo gibt dir drei
Comlinks oder drei Signale, die du bitte abfangen mögest, damit sie, weil sie das die sind, die sie braucht. Oder kontaktieren mögest. Ja. Schau ich mal, ob ich die finde. Ich sag dir, wenn du sie irgendwann findest. Ich fahre mit dem Hacker um den Pod. Um den Pod, du meinst es zu M&L, ja? Naja, genau, so nach M&L, also wir sind bei P, Q, R und S und fahren jetzt Richtung M&L. Dann müsste er theoretisch ja nahezu alles bestrichen haben mit seinem Signal. Ja, das ist gar nicht so dumm, wie du aussiehst, mein Freund. Ja, sicher. Bisher noch nichts. Außer der Ostseite, dann sind die vielleicht irgendwo bei H, I, G und F oder genau in der Mitte, was natürlich scheiße wäre, aber... Dann fahren wir halt weiter, H, I, G, F. Ja, fahren immer drum rum, aber du kriegst noch keine Signale. Dann bleiben wir irgendwo bei H, I, G und F. Das sind nämlich am wenigsten, die irgendwie auf kurzem... Also die haben die meiste Freifläche, so zumindest H und I und bla. Das ist von oben nicht direkt einsehbar und ist wahrscheinlich einer der sichersten Ausgänge. H, I irgendwie. Wie sieht denn das da aus? Das sind, nehme ich an, das sind Häuser, durch die man irgendwie über einen Vordereingang und Hintereingang oder irgendwie ja reinkommen muss. Ja, so gerne mein Gewehr mitgenommen. Der Vordereingang ist, ich hab doch noch alles im Auto. Das Gewehr hast du nicht im Auto, aber Joa Schrotflinte. Wie auch immer. Der Vordereingang ist geschenkt. Da kommst du rein, da kommst du in ein Wohnhaus und hinten wirst du halt jetzt noch nicht rauskommen, sag ich mal. Aber also zumindest nicht durch die Tür. Aber ich kann zumindest nach oben in irgendeine Wohnung rein. Ja, die könnte aber bewohnt sein, sag ich mal, ne? Das stimmt. Da könnten wir auch einfach durchgehen, das ist richtig. Nee, aber wir könnten auch zumindest die von hinten irgendwie platt machen. Ich glaube nicht, dass sie damit rechnen. Aber es bringt auch nichts. Wir müssen die Typen erstmal finden, das nützt nichts. Ne, wir müssen die eh kalt machen, bringt nichts. TikTok muss versuchen, die Leute zu finden, das geht nicht anders. Ja, ist die Frage, kriegen wir irgendwie die Drohnen weg? Dann würden wir ja das Abschirmsignal schwächen. Leute, ich möchte nochmal ganz kurz, bevor ihr wunderschön weiterplant, folgende Ansage machen. Ich werde jetzt eine kleine Stoppuhr stellen und die läuft. Und wenn ihr Fragen an mich habt, dann werde ich die stoppen. Und wenn ihr plant, dann läuft die natürlich weiter. Und irgendwann, dann ist halt die Zeit zu Ende. Ne? Go. Ich habe erstmal noch Fragen. Och Mann. und zwar geht's um die Drohnen. Ja. Wie hoch fliegen die? Sind die theoretisch abschießbar, erreichbar, irgendwie? Alles ist abschießbar. Also ich meine, jetzt gerade nicht. Von so einer Wohnung aus würde es schon gehen. Das sind nicht unbedingt die größten Ziele und die sind schon in einer ansprechenden Entfernung, aber alles ist abschießbar. Du musst nur wollen. Wie ist denn so die Stimmung auf dem Bazar, jetzt wo da, weiß ich, Todesopfer und Gedönskirchen, irgendwie, sag ich mal, Aufstand im Anmarsch? Panik wahrscheinlich. Panikentwicklung. Vorne mehr als hinten. Aber die gehen, es gibt jetzt auch Durchsagen von Moloko, dass die Lage ist unter Kontrolle. Klar, ist gerade ein Auto durchgebrochen und hat die alle zermatscht, aber das wollt ihr ja nicht. Also, was wollt ihr? Und wenn jetzt da halt Leute versuchen, an denen vorbeizukommen, dann werden sie wohl von der Schusswaffe Gebrauch machen. Ja, wenn wir jetzt von der Schusswaffe Gebrauch machen, und zwar laut, dann wird einfach mal von wegen unter Kontrolle nicht mehr geglaubt. Und das würde nicht auffallen, weil es sind ja überall Schüsse. Ah. Okay. Drohnen schwächen oben rein, Jojo rennt nach oben, Kaban versucht die Typen irgendwie unten auszuschalten. Mhm. Ich nehme an, wir sind jetzt bei H und I. Ja. Gut. Jojo rennt nach oben. In den zweiten Stock oder so, wenn das ungefähr die Höhe der Drohnen entspricht, sodass sie auf jeden Fall erwischen kann. Das entspricht natürlich nicht die Höhe der Drohnen, aber ich meine, du siehst die halt auch aus dem ersten Stock. Okay. Auf jeden Fall rennt sie da jetzt hin und macht doch die Tür auf. Ja, du fummelst ein bisschen Dietrich rum, nach einer Minute jetzt auf. Okay, ist da irgendwer, ist die Wohnung bewohnt? Ich nehme an, ja. Fuck, ja. Ist da jemand drin? Ja, es ist gerade jemand, zwei Personen sind dabei, in Schrank vor das einzige Fenster der Bude zu stellen.
Jojo meint, wenn ihr schreit, seid ihr tot. Schrank wegräumen, da in die Ecke setzen. Komm links hierher. Jetzt. Die scheinen ihre Chancen nochmal abzuwägen. Du bist so allein. Jetzt. Die scheinen ihre Chancen immer noch abzuwägen. Würfel mich mal einschüchtern und Charisma. Du bist bewaffnet. Ja. Kriege ich Bonus oder die Abzüge? Ja, kannst dir plus eins geben. Zwei Erfolge. Aber die sind ja in Überzahl. Sehr schön. Wie sich nicht eingeschüchtert. Gut, dann. Also die beiden scheinen jetzt nicht mehr ihre Chance abzuwägen. Die greifen jetzt nach ihrem Comlink und drücken den Panic-Button. Die greifen nach ihrem Comlink, sagst du? Na, die sind am Gürtel halt so. Schießen. Ich hab ja einen Schalldämpfer drauf. Wenn, das ist mir jetzt egal. Ach so, du hast mit deiner Pistole. Ich dachte, es ist nur wenigstens einschüchtern mit der Pistole. Na gut. Denk dran, Schalldämpfer. Ich meine, ist egal, weil da unten ein bisschen mehr Tumult ist. So, du erschießt die beide. Ja. Ich möchte dir vorher folgende Informationen geben. Er ist irrelevant, sie ist schwanger. Ist mir egal. Ausgezeichnet. So. Ja, die sind tot. Tja, das sind meine Leute da. Das ist mir doch furzegal, ob die schwanger ist oder nicht. Ja, aber wie soll ich dich denn als Dämon darstellen, wenn ich das jetzt nicht eingebracht hätte? Ach so. Ja, gut, ja, das stimmt. Verstehe ich. Muss ja. Zum Fenster, Drohnen. Gut, du... warte. Da müssen wir doch erstmal gucken, was die Reichweite deines Gewehrs ist. Hast du eine Sichtvergrößerung? Ja. So, Schrotflinte. Normal nimmst du ja vermutlich. Na klar. Aha. Ich kenne mich ja aus. Wenn die Reichweite zu gering ist und die Reichweite von der Pistole besser ist, dann nehme ich die. Quatsch, Pistole ist das der letzte Dreck. Okay. Ja gut, die Reichweite ist ja voll entspannt von einer Shotgun, Alter. Ich dachte, die ist viel weniger cool. Ja gut, du kriegst halt nicht mal Abzüge. Kriegst du Abzüge. Du kriegst minus 3. Okay. Ach so, warte mal, die sind ja unterschiedlich weit von dir weg. Da kriegst du zweimal minus 3 und zweimal kriegst du dann aber minus 6. Alter. So. Ich hasse dich. Hab ich das schon mal gesagt? Ja. In der Zeit, Daddy. Ja. Ich eine Frage, ich hab's ja vergessen. Währenddessen, wie sieht die unten die Tür aus? Da gibt es da Fenster. Ob es da Fenster gibt, direkt neben der Tür? Nee. Also du musst dir das vorstellen, du gehst quasi, wenn du vorne reingehst, Treppe hoch, dann bist du quasi so auf Erdgeschoss hier, dann gehst du die Treppe runter, wirst dann hinten zur Tür rauskommen, da gibt's keine Fenster. Schade. Na gut. Dann kann ich die Drohne auch noch nicht vorprogrammieren. Hatten wir Bilder von den Leuten in den Panzerungen? Wir haben die ja irgendwie gesehen. Na klar. Habt ihr die? Also ich meine, die Bilder von Typen in Ganzkörperpanzerungen sind natürlich ziemlich irrelevant, ne? Weil die sehen halt alle gleich aus. Ja, aber es reicht mir als Zielparameter, dass ich das der Sprengdrohne einprogrammieren kann per Kabels. Nee. Die Sprengdrohne ist ungefähr so klug wie Roger. Die Sprengdrohne war schon immer so, dass du sie per Hand steuerst und auf dein Ziel lenkst. Die kann nichts alleine. So, wie war das jetzt? Ich habe zweimal minus 3 und zweimal minus 6, ne? Genau. Dann habe ich die eine minus 3er nicht getroffen, eine minus 3er theoretisch mit 2 Erfolgen getroffen, eine minus 6er mit 2 Erfolgen getroffen und eine minus 6er mit einem Erfolg getroffen. Pose. So, die haben keinen Defense Autosoft. Das heißt, du machst 1 Million Schaden. Bis auf die, die du nicht getroffen hast, sind die jetzt alle vom Himmel runtergeholt. Merke ich was im Signal? Ja, du hast so gut jetzt wie den ganzen Bereich wieder. Du hast trotzdem nicht das Signal von den drei Typen. Er ist immer noch eine tote Hose. Dann, Jojo versucht, die sind wahrscheinlich im Stealth-Mode.
Nee, im Self-Mode würde sie trotzdem irgendwann finden. Kann Jojo sie anrufen? Nee. Hm. Haben die kaum nichts ausgemacht. Das ist ganz schön klug, wenn man vom Hacker wegrennt, oder? Ja, trotzdem ist das schlecht. Jetzt gerade. Ja, sollen sie denn machen? Kann Jojo von oben auf die Typen runterschießen? Eigentlich? Stehen die draußen? Kann ich den von oben in den Kopf schießen? Da musst du dich ja schon aus dem Fenster beugen, so. Warte da erstmal kurz. Genau. Denn kann ich für Deli sozusagen als Auge die Drohne steuern? Sprich, Deli steuert, also Karin steuert die Drohne und ich sage eben links, rechts, bumm. Nö, ich würde jetzt quasi die Tür auftreten, du steuerst die Drohne auf den linken, beziehungsweise auf den fett gepanzerten, lässt sie da exploden und ich nehme den anderen auseinander mit einer Salve und verstecke mich dann hinter der Tür. Hinter der Wand. Ich weiß halt, dass die Drohne, dass die beherrschende Fertigkeit Flugzeuge tatsächlich erforderlich macht. Ja, das kann dir auch nicht. Befehle funktionieren. Bodenfahrzeuge. Befehl. Bodenfahrzeuge hilft. Nein, Befehl funktioniert nicht mehr in SR5. Echt nicht? Die hat keine Autosoft. Die ist tatsächlich. Also, wenn die ein Autosoft hätte, würde es natürlich funktionieren. Aber ohne Flugzeuge. Die Flugzeuge kannst du halt leider nicht defaulten. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, dann müssen wir auf die Drohne halt verzichten. Schade. Dann wird Tür eintreten. Die stehen ja neben der Tür, habe ich gehört, ne? Ja. Ja, Tür eintreten, Sprenggranate. Was für Granaten hatte der Sicherheitsdude? Kann man das so genau bestimmen? Ja, yep, meistens haben die Farbcode dran. Echt? Oder Druck, Aufdruck sogar. Genau. Gas. Stelle, das ist ein Typenschild. Es ist ein modifiziertes Tränengas, was wirkt wie ein Tränengas, aber tatsächlich nur über Inhalation gedingst wird und nicht über Hautkontakt. Langweilig. Nee, eigentlich ziemlich lustig. Natürlich nicht, wenn man in einer Vollkörperpanzerung steckt. Mm. Eben. Du trittst die Tür auf. 5. Ja, dann schieße ich auf den Typen mit Vollpanzerung. Ins Salve. Ja, gut. Dann mach das so einfach. Ich auch, ganz einfach. Du bekommst halt leider den Bonus von +2, weil der macht ja nichts, weißt du? Ja, der ist schade. Aber er kann ausweichen, weil irgendjemand vorhin schon quasi ein Fenster zerstoben hat mit seiner Waffe und dann Drohnen abgeknallt hat. Just da gerade mal guck, wie geil das ist, ja. Naja, dann waren sie zumindest darauf vorbereitet, dass sie vielleicht irgendwas passiert. Das war ja über ihren Köpfen so, da kann man so einen Schuss schon mal mit, oder 4 Schüsse schon mal mitkriegen. So, ausweichen haben wir gesagt. Krieg +2 hast du gesagt, ne? Genau. Was hast du gesagt, eine Salve? Was für eine? Eng auf jeden Fall. Und es gibt nur noch weit bei mir. Dann, ich habe das nicht übernommen aus dem Dings. Ach so, schade. Ich finde das doof. Ja. Dann bringen Salven ja gar nicht so viel. Doch, die bringen halt immer noch übelst ausweichen, Mali. Jo, dann ist das natürlich... Alter, dann drück ich voll in die Gruppe. Menge. Wie geil! Kurz oder lang? Lang. Krieg ich dann irgendwie... Muss ich mal fragen dürfen. Wie hoch ist dann der Rückstoß? Den ich kompensieren muss? Krieg ich das kompensiert? Vermutlich nicht. Die Waffe hat... Warte mal, doch, du hast die Zastava, ne? Ja. Mit deiner enormen Stärke hat die genau... 4 Rückstoß, also hast -1. Ah! Bist du bereit für meinen Ausweichenwurf? Mhm. Hey, ich finde, ich hab mich schon schlechter geschlagen mit einem Würfel so. Warum hast du denn nur einen Würfel? Na, weil der -5 kriegt, wenn du eine lange Salve schießt. Achso. Stimmt. So, wie viel Schaden möchtest du gern machen mit deinem Nettoerfolg? Wie viel macht denn so die Zastava? Das musst du doch wissen. Ja, puh, ich hab mir das noch nicht aufgeschrieben, weil es war auch Müll, das Ding. Ich glaube 8. Warte, ich hab's gleich. Es sind 8. Dann würde ich gerne 8+1 machen. Hm. War ja noch 5 Flügel K, die ich da dem verbraten hab. Und
Wenn ich dann könnte, würde ich gerne... Ich würde ja 6 zählen, aber ist auch okay. Ja, wusste ich. 6. So, warte, das war jetzt I, haben wir ja gesagt, ne? Also ich habe das gesagt. Nee, es war sogar H. 6K, uncool. Ja, eine lange Salve ist eine komplexe Handlung. Yep. Okay, TikTok. Nur so, falls du Bock hast, irgendwie, der Junge ist schon wieder völlig durchgeknallt. Wir machen das ein bisschen ohne ihn. Voll dabei. Habe ja, ich jetzt gerade, okay. Ich wollte gerade fragen, habe ich dieselbe Idee wie gerade eben? Ja, du hast einfach immer noch, du bist einfach dreimal so oft dran wie die anderen, das reicht mir. Läuft. Kein Bock, das immer auszuwürfeln. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, Kavan hatte ja einen Kollegen daneben erstmal stehen lassen von dem, ne? Da war er ja, leichter gepanzert. Kavan kümmert sich immer nur um die dicken Dudes, weißt du? Ja, dann muss ich halt die Reste nehmen. Nämlich Burst auf den Typen. Hm, kurz oder lang? Ich glaube, die kann er sogar lange schießen. Ja, langen Burst. Langen Burst. Wie viel Rückstoß kannst du ja selber ausrechnen? Bist ja ein kluger Junge. Moment. Die hat aber Rückstoßdämpfung. Ja, und den Wert kann ich halt nicht auswendig, deswegen. Sehr gut, ich gerade. 2 hat die. Ja, mit deiner Stärke sind es 3, das heißt, du hast minus 2. Ja, dann rollen wir die sechsseitigen für mich. Wie viel sind das denn? Ja, das muss der ja auch noch wissen. Wäre vorteilhaft. Pistol, 7. Na gut. So, wie viel Grundschaden hat das Ding? Waren die? Ja, Sekunde, ich muss hier ständig den Bildschirm. Ich hab nur immer Angst, dass du schon rausgeflogen bist. Ja, ja, ist klar. Die dürfte, glaube ich, 8 haben, ja. Ja. PB minus 1 wahrscheinlich, oder? AP minus 1, ja. Ich zieh mir jetzt einfach mal einen Erfolg ab. So, Gut. Jojo. Er scannt den Platz. Na, zeig mal Herzzeugnis. Wonach suchst du denn? Ich suche A nach Odesu. Ich kenne ja seine Aura. Weiß ja, wie er aussieht. Und zum Zweiten, ob hier ein Geist rumfliegt oder irgendwas anderes. Jo, wir machen das mal zu einer ausgedehnten Probe. Am besten, du notierst die 2 in einem Chatfenster privat mit mir schon mal. Die Typen unten finden das jetzt nicht so geil. Wie? Bisschen Abwechslung, den war doch auch schon langweilig. Naja, der Typ, den TikTok malträtiert hat, der ist ja jetzt, was kann eh nicht, na okay. Der hat immer die Maschinenpistole schon in der Hand, das heißt, der wird einfach, warte mal. Tür fliegt auf, Kavan, boom, TikTok, boom, er wird auf Kavan schießen. Finde ich gut. Ich eher nicht so, Reaktion, Intuition, hm? Na sicher, aber du hast ja jetzt 6 Reaktionen. Ja, das ist richtig. Das nennt man ja quasi invincible. Achso, du bekommst minus 2. Oh, gut, dann muss ich mir nochmal würfeln. Läuft. Ja gut, ich wollte auch mal cool sein. Warum hat er den jetzt nicht genommen? Hast du vielleicht ein Leerzeichen vor der Klammer gemacht oder so? Es kann auch sein, dass ihr gleichzeitig gewürfelt habt, dann nimmt er einen nicht. Fuck you. Also er nimmt seine Maschinenpistole und versucht dich mit 3 lässigen Schüssen einfach mal, keine Ahnung, wegzublastern. Wird aber nur die Wand treffen. Nicht so geil. Der andere Dude, der quasi... Am Standmaschinengewehr steht? Was er nicht benutzen kann... Mhm.
einfache Handlung. Pistole ziehen, einfache Handlung, in your face, bitch. Auf Kaban, du bekommst minus 1 dieses Mal. Ja, komm, wisst ihr, wir können doch gleich sagen, ja, wir haben heute alle keinen Spaß. Ja. Weißt du, das Problem ist einfach, dass sie sich schlecht positionieren kann, weil ihm halt dieses dicke, fette Rohr im Weg ist und dann die Waffe zu ziehen, sich in irgendwas, das ist alles kacke. Kaban, du bist dran. Ja, ich habe in letzter Runde eine Kampfhandlung durchgeführt, deswegen darf ich diese Runde keinen machen, sonst kriege ich übelst einen Malus, richtig? Wie war das? Na, du könntest auf den Nahkampf wechseln. Ja, ich habe überlegt, stehen wir jetzt beide auch draußen oder stehen wir noch im Hauseingang? Ich denke, dass du so in der Tür stehen wirst, weil eintreten und sofort schießen, da bietet sich nicht viel anderes an und TikTok eher so platziert ist, dass er auf einen schießen kann und den anderen, dass der andere ihn quasi nicht sieht. Und er okay. Also an deinen Eiern vorbeigeschossen hat. Richtig stylisch. Ich werde meiner Drohne befehlen, rauszufliegen und zu exploden und währenddessen einmal um die Ecke drehen. Dass ich halt nicht mehr im Explosionsrad stehe. Ja, dann würfelst du mir einfach mal Flugzeug und Reaktion. Das klingt eigentlich ziemlich geil. Deswegen machen wir das ja, weil es einfach mal einfach ist. Ach so, deswegen war das also. Reaktion habe ich 6, ne? Hast du gesagt. Alter Schwede, bin ich ein geiler Typ. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Alter Schwede, bin ich ein geiler Typ. Hattet ihr euch irgendwie aufgeschrieben, was das in wie, also so. Das ist eine Splittergranate, glaube ich. Oder Sprenggranate? Ich bin mir nicht sicher. Steht im Forum, glaube ich. Moment. Wäre jetzt beides eher uncool. In wo steht das? In der Gruppenkasse, meine ich. Okay, ich suche. Fliegend Splittergranate. Okay. Ekelhaft. Mhm. Und das Ding steht genau zwischen den beiden, die auch nicht weit voneinander entfernt sind. Splittergranaten haben auch plus 5 pb, ne? Ich denke ja, aber sie haben auch einen sehr hohen Explode-Wert. Ist das so, ja? Ich glaube 12 oder so. Naja, das müsste mal jetzt jemand nebenbei nachgucken, während ich heule. Aber 12 ist gar nicht so viel, wenn man das im Vergleich zu Maschinengewehren sieht. Ja, Granaten sind eh scheiße. Also die klassischen jedenfalls, finde ich. Die machen überhaupt keinen Spaß. Klassischen, warte, ich guck mal kurz. Ich hab's schon, ich suche. So, Granate. Splittergranate. Ja, PB plus 5, Schaden 18k, Flechette. Sprengwirkung minus 1 pro Meter. Ich glaube, musst du noch irgendwas wissen? Nö. Oh mein fucking Gott! Naja. 18k sind 18k. Ja, das sind vor allen Dingen immer noch 9k in 9 Metern Entfernung. Ja. Also die beiden Typen, über die müssen wir überhaupt nicht mehr reden. Hm? Aber ihr beide, ihr macht mir mal schön eine Probe auf Konsti und Panzerung plus 5. Wieso? Ich kann nur einfach hinter der Wand in Deckung gehen, dann bin ich aus dem Sprengradius raus. Das kann sein, aber ich habe die Befürchtung, dass es die Wand durchschlägt teilweise, zumindest einige Teile. Wieder die berühmte russische Pappwand, ja? Ja, und ich weiß, dass es sich eher den Weg durch die Tür bahnen würde, aber das sind halt einfach 18k! 18k! Ja. Warte mal kurz, wir malen erstmal kurz hier was hin. 18k, das sagt Shadowrun 5. Das hier ist übrigens der Tod. Und dann gibt es hier auch noch ziemlich viel Tod. 18k, Alter. Ein Meter... Das ist voll scheiße so, ne? Ein Meter ab, also ne, pro Meter nehmen die um 1 ab. Ja. Feste. Alter. Ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr machen, dass die nicht wissen, wo die hin müssen. Ja, wir haben sozusagen eine akustische Leuchtkugel geschossen. Also was war das? Konsti plus... Panzerung plus 5. Wie, wir auch? Kannst du mir sagen, was meine Panzerung ist? Ich habe mich doch um die Ecke gedreht. Ich habe das gerade erklärt. Bitte was, Daddy? Wandi? Was hat meine Panzerung für einen Wert?
Im Zweifel immer dein Konsti-Attribut mal 3. Ja, 9. Halt. Ich bin tot. Nee, ihr kriegt niemals den Schaden der Granate. Ich hatte jetzt mit sowas wie 5. 5 wird euch eigentlich reingedrückt, aber ihr übertreibt ja wieder. Also ein paar Splitter durchschlagen tatsächlich die scheiß Wand. Ein paar Splitter fliegen durch die Tür, werden aber vom Metallrahmen irgendwie noch leicht abgelenkt und fliegen auch minimal in eure Richtung. Aber ihr habt Glück, bedeckt eure Äugelein und Köpfe so gut es geht und das kratzt ein bisschen an manchen Stellen über die Haut, aber es ist wirklich nicht dramatisch, ihr verdammten Lacker. Da draußen ist tot. Angesagt. Alter. Ich hoffe, unsere Leute waren nicht dabei. Gut, ich brauche jetzt halt einfach keinen Timer mehr stellen. Was ist also? Den müsste ich mal kurz ausmachen hier. Gut. Jetzt vorbei. Jojo, du musst noch mal scannen. Also spätestens jetzt ist Panik. Ich gehe nie wieder mit dir irgendwo hin. Das konnte doch keiner ahnen. Nie wieder. Der crasht die Party, Alter. Ich habe noch mal 2 Erfolge. Ich möchte etchen. So einfach geht das. Du musst einfach nur die Luft einsaugen. Habe ich gemacht? Nee, als Spielleiter meine ich. Yes, siehst du. Also ich habe jetzt insgesamt 6 Erfolge. Pass auf, der eine Typ, der nicht der Hacker war, ist ein Magier. Was für eine Überraschung. Du erkennst Odesu. Er wird von einer panischen Menschenmenge nach links getrieben. Zeig mir, wo er ist. Inzwischen da. Schlecht. Vielleicht ist er inzwischen totgetrampelt worden, weil ihr eine Splittergranate, die in 18 Metern, 36 Metern immer noch aktiv, nicht tödlich, aber immer noch aktiv ist, die in 18 Metern Umkreis alles vernichtet, direkt an einem Hauseingang explodet habt. Was heißt ihr? Ich wusste nicht mal was davon. So hab ich euch nicht erzogen. Ich wusste nicht. Zu sinnloser Gewalt, ja. Zu Grausamkeiten, ja. Zum Benutzen von Tampons, ja. Aber so ein Scheiß nicht. This is war! Du hast uns die gegeben. Niemand konnte ahnen, dass wir sie je einsetzen, aber... Ich versuche die... Wir haben keine Zeit. Scheiße. So. Er hört ein Hubschrauber. Und viel Geschrei. Schüsse von so ziemlich allen Eingängen. Die Leute wollen raus. Moloko will das nicht. Alter, Moloko geht sowas von vor die Hunde nach dieser Aktion. Kaban, ich hasse dich. Ja, die Frage ist jetzt, das Einzige, was uns jetzt bleibt, ist mit dem Auto rumzufahren zu N und O und den Eingang freizumachen, / den Ausgang freizumachen, weil die Typen das einfach am nächsten dran ist. Ich nehme mal an, das geht schneller, als die über den ganzen Platz zu holen. Die Häusereingänge werden nicht mehr lange halten. Die schießen ein paar Leute über den Haufen, aber... Trotzdem müssen wir dann dahin, um die Leute da um unsere Leute da abzuholen. Ja, das könnte sein, ja. Ja, also wir werden jetzt mit dem Fahrzeug... Jojo rennt runter, rein, sie sagt nichts, sie sagt einfach nichts dazu, das hätte sogar sie nicht gemacht. Rennt rein und ab irgendwie und sagt den auf die andere Seite. Ja, ich renne hinter ihr her, ab ins Auto. Man sieht ihm die Drogen und die Vergangenheit in den Augen. Ey, TikTok, du müsstest mir kurz, warte mal, elektronische Kriegsführung und Logik ohne Hotsim ist 9, ne? Ja. Okay. Der Hacker hat... Schwierigkeiten? Naja, die haben alle ein bisschen Schwierigkeiten. Der Hacker hat sich jetzt auch außerhalb des Mannschutzes dort zurückgezogen. Auf der Fünferseite ist es auch noch ein bisschen stabiler, weil dort ein Magier ist. Der muss nur mit ein paar Funken rumfuchteln und die Leute haben Angst. Aber er gibt Daten, Koordinaten ist halt schon wieder so ein komisches Wort, aber es sind der letzte Koordinaten. Und Bilder an den Hubschrauber weiter. Ich will ihn störsendern. Okay, dann zeig mir erst. Achso, ja, ich zeig mal erst Zeugnisse.
Wir fahren derweil. Leider gelingt dir das nicht. Wisst, aber ich kann dir sagen, welche Daten das sind, die da übermittelt. Ja, gut, dann zapfe ich die wenigstens an. Es ist das Face von Jojos Verkleidung gerade. Und es ist das Face von Kabans Verkleidung gerade. Und es ist ein... Ja, das ist das Face von dir. Wir sind aufgeflogen. Was? Ja, die schicken gerade unsere Gesichter rum. Kann ich die Daten manipulieren? Wenn ich sie sehe? Nee, es geht so schnell. Wir haben Störsender im Auto an. Du bist ja nicht VR gerade. Übrigens, die Leute... Das Ding ist halt... Gehen die Leute durch diesen Raum, wo gerade die Granaten... Nee, tun sie einfach nicht. Gut, ich hab überhaupt nichts gesagt. Pasch. Atemschutzmaske aufsetzen, dann sind wir nicht erkennbar. Das ist ein sehr guter Plan. Das ist das, was wir jetzt am schnellsten machen, bevor wir anfangen, uns umzuschminken. Ich glaube, den Eyeliner kriegen wir nicht so schnell in die Fresse. Aber wir könnten die Verkleidung unterreißen, also sprich die längeren Haare, die kann man zum Beispiel auf dem Kopf kann runterziehen. Ja, wenn die uns aber nochmal sozusagen ein Foto schießen, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Ja, das ist richtig. Also einfach Atemmaske auf und das ist auch echt kleidsam im Augenblick. Sehr gut. Ja, Stoff und ab und überhaupt, so dass wir die Leute da irgendwie rauskriegen. Ja gut, ich meine, die werden irgendwann NO durchbrechen, aber es ist ja echt eine große Menge so, ne? Was ist denn jetzt euer Begehr? Ich will meine Leute haben. Das ist alles, was ich will. Ja, wie versuchst du denn dieses Begehren umzusetzen? Na, das Problem ist, dass ich da jetzt eine große Masse an Leuten habe, oder? Dass die alle gleichzeitig durch wollen und ich brauche den Platz für die, die ich will. Genau, du wirst sie nicht erkennen können, weil sie sich über die Straße ergießen, halb tot trampeln und so weiter. So. Das bedeutet, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist dafür zu sorgen, dass ich irgendwie da Platz bekomme. Ich sehe ja meine Leute nicht, nehme ich an. Auch wenn ich weiß, dass sie da irgendwo sind, aber ich sehe sie nicht. Du weißt nicht zwingend, dass sie zu diesem Ausgang rauskommen, ne? Nein, aber ich weiß, dass sie dort in der Nähe auf jeden Fall sind. Ja. Okay. Ja. Wo waren denn meine... Scheiße. Gibt's irgendeine Möglichkeit, die Leute da irgendwie zu zerstreuen, aufzuhalten oder irgendwas anderes? Bringt alles nichts. Ich muss da irgendwie rein. Das... Nee. Keine Chance, sagst du. Na... Du bist eine furchtsame Bitch. Du wirst aber nicht mehr Furcht erzeugen als eine Massenpanik und eine Splattergranate und ein Auto, was da reingefahren ist. Nein, natürlich werde ich das nicht. Ich brauche ja auch einfach nur irgendwie Platz. Ja, wie willst du die denn schaffen? Ich glaube, wir sollten einfach erstmal fahren, den Hubschrauber wegkriegen und dann... Nein, den kriegen wir da nicht weg. Fahrt ihr weg, das ist mir egal. Jojo bleibt da. Das Problem ist, wir finden in dieser Gruppe nirgendwo jemanden. Jojo schaut, dass sie ihren Geist beschwört. Sie will die Leute irgendwie finden. Sie will, dass die Leute da irgendwie hinkommen. Das ist gar nicht so dumm, wie Daddy aussieht. Wir sollten vielleicht einfach in der Nähe unter einer überbaute Hauseinfahrt oder so, wo wir vom Helikopter nicht zu sehen sind. In der Nähe und dann kannst du ja von da aus deinen Geist losschicken. Ja, nur dass jetzt dieser scheiß Heli nicht sieht. Ja. Wir könnten auch einfach im Auto bleiben, weil das Bild vom Auto war ja nicht dabei, ne? Ja, aber das könnte der Heli schon von selber gesehen haben, dass da ein Auto rumfährt. Egal, wir fahren jetzt da hinten irgendwie in irgendeine Garage, irgendwo, wo die uns nicht sehen, Carport, irgendwas anderes. Ich brauche jetzt kurz... Kein Thema. Wir fahren zu einem gibt es da irgendwo ein überdachtes Dings? Irgendetwas? Tja, da müsste mal jemand euren Edge-Durchschnitt würfeln.
Am besten nicht Flummi, weil die gleich ihren Geist würfelt. Was ist denn unser Edge-Durchschnitt? Was, wie viel hast du denn, Wandi? 2. 2 plus 5 sind 7, plus 3 sind 10, durch 3 sind 3. Sind 4. Okay, aufgerundet, also 4. Warte, ich hab unseren Durchschnitt. Delly, du bist heute echt eine Last. Naja, aber ich meine, guck doch mal, auf einer offenen Straße, was ist denn da groß für eine Überdachung, eine Ampel oder was? Parkhaus. Da kann Delly jetzt ja nichts für, aber in der unmittelbaren Umgebung, so 200, 300 Meter weg, sehe ich einfach keine Chance, dass ihr euch unterstellen könnt. Mit der Karre. Das ist ja okay, kleines Auto, das ist ja auch schon so ein Sprinter gewesen, damit ihr wisst, es ist nicht so leicht. Das macht einfach keinen Spaß heute. Ihr hört sie rennen. Die sind noch so ungefähr, weiß nicht, einen halben Kilometer weg. Super. Jojo meint irgendwie anhalten jetzt irgendwas, keine Ahnung, irgendwo oder lass mich raus, ist mir egal. Moment. Drohne, war doch noch eine übrig geblieben. Ne? Lass mich raus oder halt an! Carbon. Nee, Carbon fährt weiter. Die macht die Tür auf. Die springt jetzt aus dem fahrenden Auto. Entweder du hältst an oder nicht. Sag mal so, Daddy, die Tür würde nicht aus dem Auto springen, wenn du willst, dass du bremsen willst, müsstest du nochmal kurz eine Fahrzeugprobe machen. Wenn ich bremsen will, soll sie müsste sich hier dafür auch abschnallen, theoretisch. Wer sagt denn, dass sie angeschnallt war in einem Sprinter und in so einer Situation? Dann würde sie gegen die Windschutzscheibe knallen, das würde gehen und dann würde sie ausgenockt sein. Hä? Ah. Naja, voll beschleunigen, dann bremsen, dann kriegst du gegen die Windschutzscheibe im Kopf. Ja, guck mal, die sagt, lass mich raus, du machst es nicht, die macht die Tür auf und springt raus. Du hast gerade noch so die Reaktion, um zu bremsen, meiner. Na gut, dann... Niemand erwartet, dass Jojo so bescheuert ist. Och, du nicht. Na, das stimmt. Ja, dann bremse ich natürlich. Dann zeig ich mal hier das Pröbchen, So ein kleines. Zum Wie Leben. Keiner erwartet, dass jeder erwartet, dass das Jojo so bescheuert ist. Nee, so dumm. Auch, also in meiner Gruppe war keiner bisher so dumm, Splittergranaten in die Menge zu schmeißen und aus dem fahrenden Auto... Oh, warte mal, doch, habt ihr gemacht. Aber das war vorher geplant und langsamer. 4 Erfolge, na siste. Flummi, ich bräuchte jetzt mal bitte Konstitution und Freefall. Beifall. Weißt du noch, wie das damals mit Kavan war? Ihr habt euch ziemlich zerstört. Weiß ich noch, ist mir aber egal. Die verreckt lieber selber, als dass sie ihre Leute verrecken lässt. Das ist mal beispielhaft, nachdem du oben schon drei Leute abgeknallt hast. 3? Ja, das war schon ziemlich hochschwanger. Okay, dann 3, ist mir egal, ja. So... Wie viel Edge habe ich dann noch? 1 habe ich vorhin benutzt. Hol ich sofort wieder. Du müsstest jetzt noch 3 haben. Ja. Hä? Wo ist denn mein Edge? Ach da, ja. Nee, ich meine, du müsstest noch 3 haben, bevor du es ausgibst. Was? Du hast jetzt, nachdem du es noch ausgibst, hast du noch 2. Ja. Nee, das war das für jetzt aktuell. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich eins ausgebe. Jetzt hätte ich noch 3 Edge. Ach so. Ich möchte aber jetzt noch ein Edge ausgeben, damit ich mich nicht total zerstöre und gleich noch für was zu Dingsen bin, weil ich ja keinen Freifall habe. So, Konsti hast du gesagt. Zählt Panzerung rein. Nein, tut sie nicht. Nee, Konsti minus 1, aber plus Edge. Konsti minus 1, aber plus Edge. Okay. Ja, du hast ja keinen Freifall, das ist echt ärgerlich. Oh. 3 Erfolge. Na gut, rollst dich hier schickt. Nicht katzenhaft, das ist leider trademarked, aber immerhin wie ein runder Stein. Daddy, was machst denn du mit deinem verdammten Headset? Entschuldigung. Wie ein runder Stein ab und nicht wie ein eckiger. Das heißt, du holst dir nur ein paar Schrammen und ist eigentlich alles safe. Du hast deine Schrotflinte hiermit nicht mehr dabei. Nö, das ist mir jetzt egal. Aber 2 Pistolen hast du noch. Ich mache auch kurz mein Comlink aus, falls der Hacker irgendwas auf mir hat oder so. Renne irgendwo hin, wo ich mich irgendwie verstecken kann. Und beschwöre meinen Geist. Zeig mich mal Herzzeugnis. Ja, weil ich beschwören so hoch habe. Jetzt brauche ich das vorletzte Edge. Stufe? Muss ja schon ein bisschen was können. Warte, Stufe 4.
Beschwörung, oh, das sieht echt scheiße aus. Na, zwei Erfolge. Tja, die Frage ist, willst du das etchen? Ich hab's doch gerade mit Edge gewürfelt. Ach so. Sag mir nicht, das klappt nicht. Naja, die klappen. Erstmal machst du deinen Entzug. Na gut, kriegst keinen Schaden. Klappen tut das schon, aber hast halt jetzt auch nur einen Dienst. Also, die Metal Boss Bitch erscheint vor dir im Astralraum. Natürlich noch nicht auf der physischen Welt. Irgendwie mögen die Menschen sie alle nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Jojo zeigt ihr drei Auren. Sie kennt ja die Auren ihrer Leute. Ja. So. Und teilt ihr mit, sie will sie lebend hierher. Alles klar. Gut, na, die zischt das mal ab. Ich finde, du hättest deinen Befehl noch ein bisschen unpräziser formulieren müssen. Wieso? War das schon so unpräzise? Weil ohne Sprache einen Befehl präzise zu formulieren, ist echt schwer. Wir müssen davon ausgehen, dass es telepathisch auch mit Sprache... Wieso? Kannst doch klar, telepathisch kannst du normale Sprache benutzen. War das telepathisch? Das ging? Natürlich, alles. Du kommunizierst mit deinem Geist eigentlich immer nur telepathisch. So ja, halt. Ich weiß, dass ich mit ihr telepathisch kommuniziert habe, aber das letzte Mal war die Kommunikation extrem schwierig, deswegen... Ja, aber ihr seid ja jetzt aber übelst fest verbunden, untenrum. Das heißt, ich kann sogar besser, wenn ich will. Ja, ich wusste es nicht. Du hast volles Sprachequipment, sie eher so rudimentär. Okay, dann deutet Joel ihr, dass sie diese drei Leute, wenn alle noch, also zumindest die leben von denen, dass sie die möglichst unverletzt hierher haben will, ohne dass sie, dass sie möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dabei. Und nicht entdeckt wird vom Magier. Oder dass der Magier auf jeden Fall sie nicht verfolgt. Ja. Ja, keine Ahnung, sie sagt sie halt. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber das Wichtigste ist, dass die Leute möglichst lebend und unverletzt zu ihr kommen. Ich sag mal, die Metal-Boss-Bitch war bisher ja eher nicht für ihre Sneaky-Tactics bekannt. Das ist richtig, aber Jojo will auch hauptsächlich die Typen lebend und möglichst unversehrt hier haben. Was machen die anderen? Das, was quasi da unten steht. Sprich, ne, Jojo kriegt die Nachricht, dass halt, dass wir sofort wiederkommen, sobald der, wenn wir sicherstellen, dass der Heli nicht an uns ranhängt. Der hängt nicht an euch dran. Der fliegt in die Mitte des Platzes ungefähr. An beiden Seiten sind natürlich jetzt die Türen aufgegangen und da sind so Typen und die hängen da so halb raus, also wischen an so einem schönen Gurt und die haben da Gewehre und da sind so Teleskope, vor allem Teleskope sind da dran. Du wirst schon Dingers dran und die gucken so ein bisschen gut, böse dann vermutlich. Gut, also wenn die nicht an uns dran hängen, dann werde ich das ja vorher schon gesehen haben, dann werden wir natürlich nicht losfahren, dann bleiben wir in Jojos Nähe. Na, wieso, du kannst es ja nicht zweifelsfrei feststellen, erstmal bis ihr nicht ein paar Meter gefahren seid. Gut, ja, dann fahren wir einmal oder zweimal um den Block. Wird echt auf dem Rückweg ziemlich schwierig, da wieder hinzufahren, weil euch eine Menschenmasse entgegenkommt. Wir sind stärker. Ja, wir fahren langsam durch die Menschenmenge. Oh. Schritttempo. Ja. Okay. Dauert also ein paar Minuten. Alter, was macht die denn? So, die findet die nach ein paar Minuten. So, dann kommt die an. Dann muss sie sich materialisieren. Dann sterben erstmal alle in Angsttod. Okay, geklärt. Dann, was macht die? Ich meine, die kann die jetzt nur einen nach dem anderen anpacken und wegzerren. Ja, geil. Jetzt ist nur folgendes Problem. Na, die kennen die ja schon. Ja, das weckt Vertrauen. Naja.
Naja, wenn der Signature-Geist von meinem Boss aufschlägt, dann gehe ich da vielleicht auch mit. Also so, so schlau halt schon. Naja, sie wissen auf jeden Fall, dass Jojo irgendwie noch einen gewissen Einfluss auf die Dame hat und dass sie nicht hier wäre, wenn das keinen Grund hätte. Logikwürfel verpotzt? Nee. Oh, das ist... Also, ihr kriegt ja nicht wirklich viel mit. Dauert ein paar Minuten, da passiert nichts. Der Menschenstrom wird ein bisschen, ebbt ein bisschen ab, aber halt ist immer noch intensiv, ne? So. Wagen positionieren sich und fangen langsam an, Straßen abzusperren, haben aber eigentlich noch, also die haben noch keine Chance, das bisher wirklich ohne nicht durchzusetzen. So viele Ressourcen hat Monokuno auch nicht. Aber ihr seht es eher, als dass ihr es hört. Also ihr seht es ausschließlich, anstatt dass ihr es hört. Der Hubschrauber schießt einmal. Also nicht der Hubschrauber, sondern der Typ drin. Und dann... Na, dann sieht man oben eine schattenhafte Gestalt. Dann fällt so einer der Typen von den beiden halt, der fällt dann nach unten mit der schattenhaften Gestalt jetzt aber. Bloß, dass sie währenddessen immer wieder versucht, ihm in den Hals zu beißen. Und das gelingt ja dann auch ein paar Mal, wobei sie halt immer größere Stücke rausreißt. Und dann macht's... Jojos Bitch geht spielen, ja? Jo, dann schießt der andere Typ... Und Jojo merkt, dass die Verbindung zur Metal Boss Bitch unterbrochen wird. Dann muss Jojo die jetzt selber holen gehen, dann macht sie das. Na dann rein mit dir. Was zögerst du noch? I'm sorry, sie lässt Odesuda nicht abkratzen. Auf gar keinen Fall. Ich scanne doch mal den Äther, ob die Jungs vielleicht mal langsam ihre scheiß Comics wieder angemacht haben. Nee. Oh. Also, das war übelst dumm. Ah, das habe ich vergessen. Es tut mir übelst leid. Einer hat es angemacht, aber dann fiel ein Schuss. Aber es ist noch an. Und dann kam die Bitch hochgeflogen. Das war die Reihenfolge, okay? Ah, okay, dann schicke ich Jojo die Position. Schickst du auch mir die Position? Schicke ich als Gruppenruf, so. Es ist einfacher. Dann fahre ich doch mit dem Auto auf diese Position zu. Langsam. Aber anrufen kann Jojo trotzdem. Ja, na klar kannst du anrufen. Das macht nicht direkt jemand ran. Na, es war die Hoffnung, dass vielleicht irgendwer an dieses Comlink geht. Ey, Mann, hier ist Miron, aber ich habe jetzt echt keine Zeit. Es ist gerade intensiv. Du fragst dich vielleicht, warum. Ich rufe zurück und erkläre dir das dann mal. Piep. Tja, dann rennst du jetzt da selber hin. Jut. Ich werde wahrscheinlich sterben dabei, aber das ist in Ordnung. Erinnern muss ja. Du stirbst für Kabans Sünden, das ist auch okay. Danke. Das waren keine Sünden. Kaban, gibst du mir die 20 Karma? Das waren keine Sünden. Der Typ hatte eine Vollmetallplatte. Es waren Sünden im Wert von 18.000, sagst du? Also, du rennst da rein. Du prügelst dich irgendwie durch die Menge. Es flaut ja wenigstens ein bisschen ab. Und es ist halt nur anstrengend und enervierend. Aber okay. Findet sie die Leute? Na, du hast die... Mach mal Wahrnehmung bitte. -3. Kriege ich irgendeinen Bonus? Nö. Achso, wenn du sowas wie Sichtverbesserung hast, die kriegst du natürlich schon. Alles klar. Verzeih. Natürlich war an der Stelle unangebracht. Dann habe ich 2 Erfolge. Na siehst du, du siehst zumindest Mirons Leiche. Yay. Das ist sehr... Sie sucht trotzdem. Gehst du da näher in die Richtung, sagst du? Ja. Denn von der Stelle gehen gerade alle weg. So. Tja, dann, ja. Aber es bewegen sich halt so ein paar Sicherheitskräfte oft von der anderen Seite auf die Richtung zu. Das ist schlecht. Dann geht sie in die Richtung, wo die Typen am ehesten sein könnten.
Ja gut, aber das kannst du einfach nicht abschätzen. Da war Panik und sind überall umgestürzte Stände. Es ist einfach, es gab Feuergefecht, es liegen tatsächlich ein paar Leichen rum und ein paar Betäubte. Denn in den Sturmgewehren war nur Betäubungsmunition. Ha. Ja, aber sie kann jetzt nicht erscannen, sonst löst sie die nächste Panik aus und dann rennen die Sicherheitskräfte sofort zu ihr. Jetzt kann sie noch zumindest irgendwie so tun, als wäre sie, keine Ahnung, scheiße, die Bilder, ja, I see the problem. Ja, du hast ja jetzt eine Maske auf, das verhindert schon mal ein bisschen was. Das Problem ist, du bewegst dich gegen den Strom. Du bist also per se auffällig. Na, ich bewege mich, versuche mich im Kreis mit dem Strom zu bewegen. Nee. Das ist nicht so einfach. Also ich sag einfach ja auch nichts. Was machst du? Du willst dahin. Ja, ich muss sie jetzt suchen. Ich kann mich jetzt nicht verwandeln, sonst rufe ich die nächste Panik hervor. Na, vielleicht auch nächsten Schuss aus der Sniper-Knifte. Ja, das kommt noch dazu. Und ich glaube nicht, dass du den überlebst. Nee. Gut. Jojo. Lass deine Leute einfach erstmal Land gewinnen, dann finden wir sie vielleicht eher, als wenn wir jetzt hier in den Westen das drum stochern. Eine Rede. Wir haben denen einen Fluchtweg aufgemacht, die können da rausfliehen, die können jetzt Land gewinnen und dann können wir in Ruhe die suchen. Oder die mit uns Kontakt aufnehmen. Ich nehme das Schweigen als, leckt mich. Ja. Frage, du kommst näher zur Leiche. Gehst du full retard und sagst, ich renne es, nein. Da, guck mich da um oder gehst nein. Du, oder gehst du Stealth Mode und guckst dich Stealth um? Ich muss ja irgendwie in die Richtung, aber nein, ich gehe Self-Mode, weil ich, wenn ich da jetzt reinrenne, dann erschießen nämlich sowieso sofort. Dann würfel sie jetzt mal schleichen. TikTok, du würfelst mal bitte elektronische Kriegsführung und Logik. 3 Erfolge. Jutti, okay. Da müsste ich erstmal dagegen würfeln, habe ich gehört. Ich finde nicht, du würfelst zu gut. So, TikTok, die entdecken dich nicht. Die gehen zu der Leiche, gucken, ob der auch wirklich tot ist und suchen den ab. TikTok, du bekommst Millisekunden Spikes von einem der Comlinks. Also der ist quasi Millisekunden on. Immer wieder, also ne, du weißt schon. Also sagen Stroboskopen lichtartig an, das aus, beste, ja. Beste Strobo der Welt, aber nur so 3 Sekunden lang natürlich. Ja, ich versuche da kurz zu orten. Ja, Position kriegst raus, ist so ungefähr 15 Meter rechts von Jojo. Ja, gib das Jojo durch. Wie weit sind wir noch weg? Mit dem Auto. Ach so, oh, ihr seid angekommen vor 2 Minuten. Verzeih. Wir stehen schon neben dem Typen, der das hat? Wenn wir jetzt 2 Minuten zurückspulen könnten und die wäre angekommen, was hättest du denn gemacht? Den Typen quasi, der zu Jojo gehört, ins Auto geholt und hätte Jojo Bescheid gesagt. Achso, ne, Moment. Mit dem Auto seid ihr natürlich anders, pass mal auf. Vor 2 Minuten seid ihr mit dem Auto dort, oder vor 3, 4 seid ihr mit dem Auto dort an der. Moment mal, ist da alles Quatsch. Du hast mich gerade völlig verwirrt. Du bist überhaupt nicht näher mit dem Auto bei dem Typen, weil der Typ immer noch in der Zone ist vom Bazar. Ach Gott. Nee, so nah will ich nicht ran. Nee, du kannst auch mit dem Auto, das wird jetzt, da müsstest du ja erst rumfahren und ach Gott, das war mal. So. Wir machen einfach, stellen uns in der Nähe hin, wo so nah dran, wie wir stehen können, ohne dass es uns direkt zerrumst. Und ja, dann muss halt genau. Jojo mit ihrer Beute anrücken. Ihr beide könnt euch schon mal überlegen, was ihr gegen das Straßenlaufsperrband da mit den, ihr wisst schon, was ich meine, mit diesen Stacheln macht und was da an beiden Seiten ausgefahren wird. Jojo! Mhm. Es ist jetzt halt nur folgendes Problem. Du siehst genau die Position, das ist hinter ein paar Kisten aus Plastik, steht jetzt in der Nähe ein Monokotyp, der angeschossen wurde. Vermutlich von seinem Kumpel, der quasi sich seinen Arm hält, aber mit der Pistole immer noch versucht, irgendwas zu sichern und irgendwas versucht, in sein halb kaputtes Comlink zu brüllen. Er ist aber der Einzige jetzt im Umkreis. Ich habe jetzt keinen in direktem Sichtkontakt, zumindest keinen, den ich sehe oder wahrnehme.
Ja. Gut, da wird sowieso überall rumgeballert, oder? Abflauend, aber immer mal wieder, ja. Gut, dann Knarre raus, erschießen. Show me your genitals. 3 Erfolge. Was? Der rechnet doch nicht damit, dass ich ihn treffe. Denkst du, ich hab 15 Würfel zum Ausweichen? Ja, okay, gut. Was bist du denn jetzt so? Entschuldigung. Ich bin voller Adrenalin. 11k, sagst du? Ja. Ja gut, 4k, das macht, der wurde auch schon angeschossen. Gut, das ist ja quasi eine Fleischwunde nur. Also doch einmal hinterher. Da, einmal schießen, eine Kampfhandlung. Achso. So, du schießt ihm irgendwo im Bauchbereich, also du schießt ihm im Brustbereich, aber leider hast du nicht so gut getroffen, ist ja auch alles nicht so einfach. Jetzt müsste man mal gucken, ob der sein Ziel vielleicht erstmal finden. Findet es eh nicht, der geht in Deckung. Ist jetzt hinter ziemlich guter Deckung und aimt ungefähr die Richtung von dir ab und kann man noch gucken, aber die sieht, warte. Was hast du vorhin in Schleichen 3, ne? Ja. Na gut, okay, er hat dich. Du bist dran. Okay, er ist jetzt in ziemlich guter Deckung. Ja. Das heißt? Dass er +4 zum Ausweichen kriegt. Also du siehst, ich meine, du siehst seine Schultern und seinen Kopf. Und er hat die Waffe nach vorn gerichtet. Ist da irgendwas, was ich hinter ihm anschießen kann, dass es irgendwie auf ihn runterfällt oder irgendwie sowas? Der ist ja irgendwie, da ist, muss ja eine Menge sein, so dass ich irgendwas schießen kann, dass ein Stand über ihm zusammenbricht, dass irgendwas zu ihm hinfällt, dass irgendwie hinter ihm irgendwas passiert oder über ihm, irgendwie sowas. Na, da sind ja mehrere Kisten aufeinander gestapelt, man weiß es nicht genau, wie schwer die sind, aber die, ein paar sind halt unten jetzt eingebrochen und die kippt schon ein bisschen, die hinter ihm, ja. Das soll doch ein Dingsshot werden, ne, so ein... Dirty Trick. Ja. Ja. Wenn ich das für möglich halte, das so zu machen, dann werde ich das tun. User in your channel timed out. Das war Deli. Okay. Dann, das war -3, ne? Wo habe ich mir das aufgeschrieben? Warte. -3. Okay. Ein Erfolg. Na gut, es müsste reichen, um zu treffen. Your channel. Ja gut, das hat leider auch nicht so funktioniert, sag ich mal. Die Kiste hat sich einfach physikalisch ungeschickt verhalten und ist nicht auf ihn draufgefallen, sondern nach hinten um. Daddy, Aufnahme bitte wieder starten. So, der Typ ist dran. Na, der würde einfach auf dich schießen. Yay, ich werde sterben. Nee, so gut sind... Guck mal, der ist da schon verwundet. User in your channel, ich weiß nicht, wie du würfelst. Alter, Daddy. Bei mir klappt das alles. So, du müsstest jetzt mal ausweichen gegen 1. Ja, ich hab's geschafft. Na, dann darfst du noch mal schießen. Ich werde es jetzt tun. Ist der immer noch in voller Deckung? Nö, der musste ja auch nicht. Der war nie in, na wieso, der war nie in voller Deckung, in guter, okay, Deckung. Gut, ich nehme an, noch ein Dirty Trick funktioniert nicht. Du kannst so viele Dirty Tricks machen, wie du willst. Bringt auch nichts, ob ich jetzt -3 oder -4 hab. Denk dran, dass du noch eine, wenn du einen Einzelschuss abgibst, kannst du eine einfache Handlung zielen und du kannst auch eine Salve schießen, du hast noch ein paar Schuss. Stimmt. Dann mache ich das. Was? Eine Salve bringt ihm ja weniger zum Ausweichen, dann kann er schlechter ausweichen, ne? Genau, aber wie viel Rückschuss kommt so hat eine Zestava gar nicht, mit deiner Stärke hast du dann -1 auf... Plus angepasster Griff +1, also angepasster Griff hat +1. Achso, na, dann hast du nicht in Abzügen. Ja, ah, doch, nochmal -1 hast du in Abzügen. So. Ich bin wieder da. Und ich lebe auch, ich höre euch. 2 Erfolge. Oh, es darf nicht wahr sein! Wir spielen heute den Nahkampf mal anders. Jo, der geht jetzt in volle Deckung, du siehst ihn nicht mehr. Macht einfach keinen Spaß. Es ist ihm jetzt leider alles zu bunt. Danny, ja. Aufnahme bitte mal an. Mir auch gleich. Dann kommt der Zauber. Na, die Sache ist, dass die anderen beiden auch noch da sind.
Hab ich mir auch gerade überlegt, was machen die eigentlich für ihr Scheißgeld? Das stimmt ja, scheiße, warte. Keks fixen. Das wäre übelst lustig. Na gut, mach ich das halt. Juhu! Na gut, das hat aber jetzt echt ganz schön gedauert. Kritischer Patzer? Also, es passiert Folgendes. Du siehst noch irgendwie so halb den Zwergenschopf Nurons, der versucht, ihn irgendwie abzustechen. Der Typ scheint aber irgendwie zurückzuweichen. Dann siehst du aber den Koreaner, der ihn dann absticht halt. Schön von oben in den Hals. Sehr schön. Ihr habt einfach 3 Leute gebraucht für den. Man, Shenron 5-Kampf ist so lächerlich. Dann sieht man, dass Moloko Qualität einstellt. Oder nervige Typen. Oder Jojo einfach nur gerade nicht auf der Höhe ist und damit beschäftigt ist, irgendwelchen Leuten auszuweichen, die sie anrempeln und so weiter. Ich meine, wenn er sich auch hinter einer Kiste versteckt, kannst du ihn halt auch schlecht treffen. So. Ja, Jojo rennt dahin. Na, die kommen dir jetzt entgegen. Das ist gut. Haben die irgendwie der Zwerg noch der Zwerg scheint angeschossen. Angeschossen, richtig übel angeschossen. Nee, Schulter. Okay. Hat einer von denen, haben die Kniften noch oder haben die keine mehr? Doch, die haben noch Kniften. Okay. Haben die auch noch Muni? Obwohl, egal. Nee, die haben keine Kniften mehr. Dann, Jojo hat ja noch eine übrig, die... Mit angepasstem Griff. Die für Shady? Hat keinen. Wieso hat die keinen? Die haben alle eine von dir. Okay, na dann kriegt der Zwerg kann im Moment so schlecht schießen. Ich sag mal, auf dem Weg raus ist es erstmal irrelevant. Ja, aber irgendwie einer braucht jetzt eine. Die brauchen erstmal nur was, damit sie abdrücken können, falls es irgendwas ist. Auf dem Weg nach draußen ist es halt... Ja. Raus jetzt. Ich weiß ja ungefähr, wo lang. Ja, ich sag mal so. Für mich ist jetzt doch viel interessanter, was die anderen beiden jetzt ausgetüftelt haben. Ist da in der Nähe wieder ein Fahrzeug geparkt? Tatsächlich nicht. Ficken. Also doch... Ein Roller. Die Roller. Sind. Also, welche Leute packen das denn gerade raus? Also. Hä? Also, ist das irgendwie automatisch? Moloko kam mit 2, ich habe vorhin gesagt, da kommen so ein paar Sirenen und so, und dann kam, ich ja gesagt, da kommen 2 Wagen und dann haben die das jetzt ausgerollt. Und jetzt stehen da 2 Moloko-Typen. Tatsächlich ist es so, dass an der einen Straßenseite am Ende halt ein Wagen steht mit 2 Typen, an der anderen Seite und das Nagelband, auf der anderen Seite ist aber nur das Nagelband, die sind weitergefahren. Die haben ja nicht ganz so viele Ressourcen. Tut mir ein bisschen leid so für die. Gut, wie weit ist das denn einsehbar von den anderen beiden mit den Kniften? Die gegenüberliegende Seite, meinst du? Mhm. Das ist halt direkt vor denen, aber es ist in ausreichender Entfernung, sag ich mal. Ja, da sind bestimmt ja noch Leute dazwischen. In Panisch. Ja, da sind auch immer noch ein paar Leute, ja. Ja, siehst du, dann kann man ja einfach... Sie würden schon sehen, dass sich euer Auto bewegt, aber wenn sie dann nicht alle Leute töten wollen mit einer Sprenggranate oder so, oder einer Splittergranate, dann wäre das schon okay so. Würden die doch nie tun. Nee, die nicht, die sind ja auch vernünftig. Naja. Profis. Die sind schon unvernünftig. Da waren Leute in militärischer Panzerung, da wird auch militärisch gehandelt. Ganz einfache Definition. Da waren Leute in militärischer Panzerung, da habe ich mir gedacht, ich nehme die Granate, leg die direkt 1 Meter vor mir ab und guck mal, was passiert. Hat geklappt, oder? Der Typ ist weg. Na, ich sag mal, du hast auch noch ein bisschen Ohrensummen und TikTok auch. Ich weiß, ihr habt selektive Geräuschfedern und so einen Scheiß, aber so ein bisschen trotzdem. Ja, sicher. Das war klassische Kampftaktik der Marines. Ja, einfach alles in die Luft sprengen, was im Weg ist. Was ihr habt, das ist völlig so ein militärisches Vorgehen. Das haben wir früher immer so gemacht. Mhm. Wir nähern uns quasi dem Gerät und dann ziehen wir das Ding einfach da weg und dann fahren wir dran vorbei. Nähert ihr euch mit dem Fahrzeug schon oder zu Fuß erstmal? Wir brauchen ja noch ein paar Minuten. Ja, wir machen, also wir timen das, also wir nähern uns zu Fuß diesem Ding. Mhm. Dann... Nee, warte, bleib du im Auto, ich mach das. Oder so. Mich sehen die schlechter und du kannst dann startbereit sein, dann gabelst du mich bitte nur auf. Genau, sobald die drin sind, arbeiten wir ihn auf und dann fahren wir weiter weg.
Dieses Auto hat natürlich einen Schleiberschip, richtig? Ja, na klar. Sehr gut. Also, TikTok geht raus, entfernt das Nagelband. Ja, sobald Jojo in der Nähe ist. Ja, okay, also noch so in braucht noch 3 Minuten, weil TikTok braucht ja auch eine Weile, bis er dann dort ist durch die Leute und alles. Genau, also er stellt sich halt in die Nähe von diesem Nagelband irgendwie und versucht auch nicht aufzufallen. Und sobald Jojo quasi mehr oder weniger einsteigt, zieht er das Nagelband weg. Ihr fahrt dahin, ladet ihn ein und fahrt los. Genau. Okay, wisst ihr was? Es funktioniert auch so, genau so. So, du lädst Jojo ein, du lädst Wanderzart ein und dann, Daddy, müsstest du mir mal ganz kurz aber nochmal Panzerung und Konsti würfeln, du müsstest aber kurz was abziehen. Ich sag dir auch gleich, wie viel. Vergiss nicht, dass ich in dem Auto sitze, ne? Ah ja, da kriegst du noch die Autopanzerung. Du kriegst plus mit Abzügen. Boah, warte mal, da müssen wir noch kurz ein Auto raussuchen jetzt hier. Das ist ein Schiff, okay. Ein Straßenkreuzer, was das Wort ist. Du kriegst nochmal plus 6. Ein schönes Ergebnis. So viele Würfel. Und nur 8 Erfolge, das ist echt nicht schön. Ich würfel auch gleich noch, oder? So, da kann er eine ganze Weile zielen auf der Fahrerkabine, ist ja gar nicht so das Problem. Bei Schrittgeschwindigkeit würde ich das Ziel jetzt auch nicht wirklich als in Bewegung werten, ne? Das ist immer mal einfach nicht so. Gut, also Deli, du müsstest nochmal ganz kurz, das hast du gerade gemacht, ich bin so dumm, Alter. Verzeih bitte. Du bekommst Schaden und zwar... Das ist eigentlich gar nicht so wild, du bekommst 12.000. Gut. Du meinst, es war gut, dass ich ein Trauma-Patch mitgenommen habe? Das war echt okay. Man war hört gut, draußen ein TikTok. Es war also mein Kopf TikTok quasi rausgegangen ist, weil den sehen sie wirklich nicht. Wenn Kaban das Nagelband eingezogen hätte, dann wäre er auch nicht weggekommen, sag ich mal. Und hätte Kaban auch nicht wieder reinheben können. Also, ihr seid ja schon an einem Auto. Ihr habt ja TikTok schon eingeladen. Ihr seht einfach nur eine Blutfontäne. Durchs Auto, wer sitzt denn vorne? Vermutlich sitzt TikTok vorne. Ah, nee, TikTok schon eingeladen. Also sitzt vermutlich eher der Koreaner vorne, weil du hinten beim Zwerg sitzen wirst. Stimmt, ich muss ja heilen. Genau, also eine Blutfontäne schwappt auf den Koreaner, euer Fahrzeug bleibt stehen. Ich bin noch nicht bewusstlos. Mit 12.000? 12.000 müsste ich, also Konsti halbe, richtig? Ja. Ich habe es nicht nachgerechnet, ehrlich gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass du einfach tot bist. 8K, das ist, dann habe ich genau 12. Du hast noch 12, das ist nach Abzug deines Schadens. Also, ja, ja. Du, hä? Also, Konsti, 8, also ne, 8 plus halbe Konsti aufgerundet. Das sind 12. Das sind genau 12, verdammt. Ich kann tatsächlich 8 und 4 addieren und feststellen, dass du tot bist. Ja, das ist doof. Ruf nur TikTok, fahr. Genau das mache ich auch schon. Gut, dann bräuchte ich von dir nochmal eine kurze... Warte mal. Ground Pilot? Die brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche von dir eher nochmal eine elektronische Kriegsführung und Logik. Das wäre mir lieber. Der Hacker ist halt einfach ein Stück Müll. Ich mach den Störsender an und all unsere Comlinks aus. Okay. Can patch. Was? Du hältst das Maul, Junge, du lebst ja. Natürlich kriegst du das, aber wenn die uns jetzt sofort abschießen, bringt dir auch das Trauma-Patch nichts mehr. Das kriegst du als allernächstes. Danke. Leider ist der Hacker halt echt ziemlich boosted. Na gut. So, der Hubschrauber wird euch natürlich folgen. Ich gebe erstmal Yes. Ja, das ist alles safe. Nachdem der Koreaner auf den Schreck wieder klarkam und so und sich wieder gefangen hat, wird er sich umdrehen. Du bist der Hacker. Halt. Gib mir mal die Kontrolle über den Scheiß hier. Und mach was Anständiges. Gebe ich
Und ja, Hubschrauber hacken wird wahrscheinlich scheiße, aber ob ich da noch eine andere Chance habe, wage ich zu bezweifeln. So, die elektronische Kriegsführung war die Probe für folgende Information. Der Hubschrauber, da er euch jetzt folgt, ist nicht mehr geslaved an den Hacker. Der Hubschrauber hat selbst ganz gute Technik. Also, ne, der ist halt schon. Aber der Typ mit seinem, das Smart-Gewehr von dem Typen, der noch darin sitzt, ist, und sein Kommunik ist nicht super gut. Man muss sich anstrengen, aber es ist nicht der Obershit. Obwohl, warte mal, du wirfst es immer so gut, du musst dich vermutlich nicht mehr anstrengen. Dann nehme ich auf jeden Fall erstmal das Gewehr. Das wird mir wichtiger sein. Und dann, damit das, also mein Ziel beim Hacking ist, um ihn nicht sofort zu alarmieren, sozusagen sein Zielscope zu verstellen. So schleichend. Okay, warte mal. Dazu brauchst du 2 Marks. Die Sache ist, Die könnte ich kaufen. echt? Eventuell. Wir machen das spannend. Ich gebe dir vorher die Info. Du wirst ja vermutlich VR für die Scheiße gehen, ne? So, 2 Marks. Also, du hast insgesamt 2 Kampfrunden Zeit. Das sind natürlich für dich 6 komplexe Handlungen. Dann wird der wieder abdrücken, ne? Der braucht nicht ganz so lange, der kann das. Dementsprechend hast du jetzt 6 Handlungen Zeit. Wenn du 2 Marks dir kaufst, hast du noch 4. Das heißt, du wirst dann das Scope verstellen. Da bräuchte ich bitte noch mal Computer und Logik. War jetzt mit VR-Bonus, ne? Ja gut, irgendwelche speziellen Vorstellungen, wie du es verschieben willst? Einfach so ein 4 Meter nach oben. Ja, nicht 4 Meter, sozusagen Nee. schleichen, dass er, wenn er sozusagen unserer Bewegung folgt, dass das langsam abwandert, dass das Name halt gar nicht merkt. Okay. Ja, ist es. Also der wird nach ein paar Sekunden wieder schießen und es wird euch hinten quasi, wo bei so einem Sprinter, ja, hinten hast du ja so 2 Türen, die aufgehen. Die eine fällt dir vielleicht ab. Die hat es also mit einem Teil des Rahmens rausgeschossen. Die fällt nicht ganz ab, sondern die kippt dann so halb schräg hinten runter. Gut, das ist nur eine Tür. Da werden wir jetzt keinen Stimpatch verbrauchen. Davon ist noch nicht die Welt untergegangen. Jutti, der Heli ist jetzt nicht mehr an den Hacker gebunden. Wäre vielleicht mal Zeit, dieses Ding irgendwie anders hinzuschicken. Das stört im Himmel. Noch laut und der Nachmittag war so ruhig bisher. Der Nachmittag war was? So ruhig bisher. Und friedlich. Es ist 2 Uhr nachts, so, oh, sonst ist okay. Der war auch nicht ruhig und friedlich, also auch nicht die 2 Uhr nachts. Ja. 18K ruhig, sag ich mal. Eine sehr gute Entscheidung, das zu tun. Ja, du hast ja recht. Mann, Du Mann, wurdest Mann. deswegen auch als Primärgefahr direkt dekliniert. Sehr schön. Deklariert. Sehr schön. Dekliniert finde ich viel Deklinierte schöner. haben dich dann die 12K. Die haben aus dir ein Verb gemacht, Junge, das ist einfach kein starkes Verb mehr. Ist das. Achso, jetzt hast du schon. Okay, warte. Wir haben aus ihm das Verb sterben gemacht. Du bekommst keinen Mark, aber dafür löst du Alarm aus. Und die haben einen Mark auf dir. Was sagst du Cool. denn dazu? Blöd, aber naja, ein Mark davon ist, wie gesagt, ist doch schon die Welt noch nicht untergegangen, ne? Das stimmt. Und Alarm, so eine Bibel fällt da auch nicht mehr auf. Ja, der Hubschrauberpilot, warte mal. Ich höre dir gerade. Ja, du bist ja eh schneller, okay, ja. Er hat jetzt immerhin 2 Marks auf dir. User in your channel timed out. Der Direkt. Rage Quit. Alles klar, da ist er weg. Schön. Du meinst also, die Einzige, die wirklich noch einigermaßen sinnvoll handeln kann, gerade ist Jojo, oder was? Geht. Naja, ich kann nichts tun, also. Ich sag mal so, Wandi. Hörst du mich ja, ne? Yep. Okay. Du hast zweimal fast erfolgreich, aber dann eben doch überhaupt gar nicht versucht, einen Mark da zu platzieren. Jetzt haben die 2 Marks auf dir. Was jetzt passiert ist, während du noch eruierst, die beste Strategie, um durch die Firewall dich zu sneaken, nicht zu brechen, wird der Pilot
vermutlich die Wi-Fi-Konnektivität des Hubschraubers ausstellen und wegfliegen. Weil der hat echt keinen Bock, dass das Ding runterfällt. Hört man mich jetzt besser? Ja. Ja. Irgendwas hat hier mein Handy gerade blöd gemacht. Also, mir ist das scheißegal, ob ich das war, dass der Heli abdreht oder er es von selber eingesehen hat. Hauptsache weg. Good riddance. Ja, du hast ihn ja quasi freundlich überredet. Ich starte dann meinen resette mich und dann sind auch meine Marks weg, deren Marks, und dann ist alles gut. Gut, ihr fahrt. Ich meine, ihr werdet noch nicht ganz aus dem Fokus raus, aber der Rest der Gang muss er jetzt auch irgendwie mal was machen, weil Kaban ja wieder weiß, da gibt's also auch noch ein paar Schießereien an anderen Stadtecken. Ihr fahrt. Der Koreaner wird euch dann eine Position nennen, wo ihr hinzufahren habt. Und dann werdet ihr dort euch auf mehrere Wägen aufteilen. Wir müssen unseren Scheiß noch holen. Ah ne, wir haben alles ins Auto gepackt, ne? Wir wollten ja von da aus direkt weg. Na, ich nehme an, ihr habt den Rest in der Jugendherberge gelassen. Ja, ja, aber das müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie holen. Ja gut, wie stellst du dir das jetzt vor? Kannst du ja einfach nicht holen. Okay. Das kann jemand anders holen. Ja. Aber warte mal, jetzt müsste noch mal jemand Edge würfeln, aber folgende Option. Wenn jemand noch ein Edge ausgäbe, dann würde da alles wieder bekommen, auf jeden Fall. Ich habe primär Angst, dass da Sachen sind, die noch auf uns zurückverfolgbar sind. Ich weiß. Deswegen, ein Edge habe ich noch. Echt? Ja. Ah, okay, ja, dann... Also. Könnte mich der heilen? Ja, du hast ja eher ein Trauma-Patch aufgeklebt bekommen. So, du bist gerade echt am Verrecken, ne? Mhm. Na, mit dem Trauma-Patch nicht mehr. Ja, ja, mit so dem schnell. Trauma-Patch hält er durch. Das war ja erstmal Trauma... Nicht unendlich lange, ne? Nein, das weiß ich. Aber der Witz war, Trauma-Patch erstmal drauf, weil man wusste ja noch nicht, was mit dem Hubschrauber passiert. So, als der abgedreht hat, da konnte Jojo auch anfangen zu heilen, weil sonst hätte sie ihre magischen Fähigkeiten dafür aufwenden müssen, dass wir nicht noch alle abkratzen, weil der Hubschrauber uns abschießt. Das Ding ist aber, dass der Koreaner dich nicht Kaban heilen lassen wird. Das wird lieber der machen und gerade so viel von ihm nehmen, dass, weil dem es ja prinzipiell noch gut geht, dass das Kaban überlebt, weil man dich vermutlich besser benutzen kann mit Magic, wenn du die Gesamtheit deiner Kräfte hast. Es ist jetzt nicht so, als spielte es noch eine Rolle, aber trotzdem wird das der Plan sein. Das ist ja okay, aber Jojo kann ja zumindest ein bisschen, die muss ja jetzt nicht ihre vollen, was weiß ich was, da reinknallen. Die kann ja ungefähr abschätzen. Das kann sie später immer noch machen, aber ist auch egal, weil ja. ihr teilt euch auf und fahrt weg. Der Schuss bei Kaban ging, wo ging denn der eigentlich so durch? Nein, das hat er ja nicht mehr. Da er von oben wegging, wird er wahrscheinlich durch Schlüsselbein, durch die Lunge und unten wieder raus. Hm. Ja, das wäre aber halt... keine Ahnung, nee, deine Kompositknochen haben ihn abgelenkt. Ja, durch Schlüsselbein natürlich. Aber er ist dann eher so, er hat deinen gesamten äußeren Rippenbogen nach unten durchschlagen und steckt dann im Beckenknochen fest. Löbt. Nee. Große Rundfahrt. Das ist die größte Rundfahrt, Junge. Gut. Ich bin nochmal AFK, Freunde. Dauert nicht lange. Und Sally ist ja eh raus für den Rest des Spielabends. Bleibt doch aber bitte noch zum Aufnehmen. Und dann geht's weiter. Danke. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen diese Sprenggranate hattet. Die war super. Ich hab da auch nichts gegen gesagt. Sehr gut. Ich darf nur wieder nachher was von Jojo anhören. Ich fand das nur so wieder sehr bezeichnet. Du schmeißt deine Sprenggranate einfach mal so in so einen belebten Marktplatz und regst dich darüber auf, dass ich mal so ein paar Idioten ein bisschen Benzin ärgern wollte. Hallo? Ja, hör mal, da hättest du auf jeden Fall nach unserem Kenntnisstand nur die getroffen, die es wirklich angeht. Hallo? Na, das Problem ist, der Typ hat eine Militärpanzerung. Aber der war doch schon echt angeschlagen. Warum musstest du denn jetzt noch eine Granate da reinschmeißen? Ich hatte voll verplant, dass die einfach mal so einen Riesenreichweite hat. Ja, nicht nur, sondern auch einfach die Tatsache, dass doch klar war, dass die noch Verstärkung kriegen.
Das war ja völlig klar. Und wenn da eine riesen Explosion kommt, dann ist doch klar, dass die sofort irgendwie alles mobil machen, was da ist. Ja, das Problem ist, darauf habe ich sogar gehofft eigentlich. Also ich hatte auf die Panik gehofft. Das wäre unser Plan, dass wir mit dem Auto da rein, dann irgendwo Panik auslösen und dann die anderen irgendwo abgreifen. Also eigentlich wäre mein Plan gewesen, zumindest die Typen da auszuschalten, dann die Leute zu finden und dahin zu lotsen einfach, ohne dass jetzt eine Riesenpanik ist und ohne dass es auffällt. Dann haben wir nämlich weniger Klimbim und weniger Krabum und weniger Probleme, am Ende wegzukommen. Naja, eigentlich ist eine Panik perfekt, um wegzukommen. Eine Panik ist perfekt, um wegzukommen, aber nicht, wenn ein SWAT-Team oder irgendwas anderes auf dich wartet und ungefähr, weißt du, das ist das, was ich meine, da sneaky rauszukommen, wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Da waren ja noch überall Leute, die haben ja nicht damit gerechnet, dass da zwei Typen tot sind, die anderen. Das haben die auch nicht sofort mitbekommen, da hätten wir ja wirklich ein bisschen ein gewisses Zeitfenster gehabt. Nee, die haben das sofort mitgekriegt. Sonst hätten die ja keine Fotos von uns gehabt. Ja, weil da eine Riesenexplosion war. Ja, die Fotos hatten sie ja schon vorher, weil nach der Explosion hatten sie die auf jeden Fall nicht gemacht. Also ich meine, das wäre erst nach der Explosion gewesen. Dann hat der Hacker die losgeschickt. Ja. Die hat er auf jeden Fall vorher gemacht durch die Kameras, die Leute getragen haben. Ja, die Jungs sind voll vernetzt gewesen. Ja gut, aber selbst wenn. Ist ja völlig Wurst. Wir wären ja trotzdem eher weggekommen. Ja, also ich denke mal, A, wird der Hubschrauber schon unterwegs gewesen sein. Und B, hätten wir dann mit ganz vielen Leuten kämpfen müssen noch, wahrscheinlich. Weil dann hätten die auf jeden Fall da erstmal Leute hingeschickt. Und ja, durch die Panik... glaube ich nicht. Durch die Panik haben wir jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit gehabt, dass die Leute rausgingen. Deine Leute gingen zwar nicht raus, was ich ein bisschen seltsam fand. Weil die wahrscheinlich nicht rauskamen, weil die sich ja tatsächlich noch vor den Moloko-Leuten irgendwie verstecken mussten. Die konnten ja nicht auf Biegen und Brechen überall durch. Aber in so einer großen Menge tauchst du eigentlich normalerweise unter. Relativ schnell. Normalerweise, aber nicht, wenn du da Leute mit Gesichtserkennungssoftware in Hubschraubern über die drüber fliegen hast, mit Kameras an den Hauswänden. Und einem Hacker, der sie nonstop überwacht und einem Adepten, der möglicherweise vom Magier ziemlich schnell erkannt wird. Ein Adept. Ja, das wusste ich nicht, dass einer dabei ist. Der Koreaner, ne? Ja. Dinge, die ich nicht wusste. Ist ja auch Wurst. Gebumst ist gebumst und immerhin sind wir soweit im Trocknen. Und der Einzige, der jetzt noch tot ist, den es interessiert, ist Kaban. Der Einzige, der noch eine nasse Windel hat, ist Kaban, ja. Ja, bis auf, dass wir einen verloren haben. Das war Scharfschütze durch den Geist, oder? Oder wie ist der gestorben? Das habe ich irgendwie... Der Geist hat den sozusagen angetippt und dann hat der Schütze auf den geschossen. Deswegen ja der Geist den Schützen gerupft hat. Also war doch meine Interpretation davon doch richtig. Ärgerlich. Ich zumindest aus, ich war ja nicht live dabei. Wir wissen es ja alle nicht daneben. Ja, wir wissen es alle nicht ganz genau. Ich habe es auch nur so halb verstanden, was da wirklich passiert ist. Aber ist egal. Es spielt keine Rolle, wir waren ja eh nicht dabei. Ja, richtig. Ärgerlich. Aber eigentlich im Prinzip ist alles gut gelaufen. Nee, ist es nicht. Ja, die ein, zwei Toten. Es hätte schlimmer kommen können. So, ihr geilen Schokorosinen. Jeder, der hier beteiligt war, darf sich eine Sinn abstreichen. Die, die nur eine haben, die streichen sich nur eine ab. Die, die zwei haben, streichen sich ihre Runner-Sinn ab. Yay. Mhm. Yay. Aber die wollte ich irgendwann abstoßen. Das war nämlich die problematische. Die war mir eh zuwider. Nee, das war die mit Mostrans und so. Naja. Also ich meine, die ist natürlich noch da. Ne? Also setz sie bitte nur in Klammern oder streich sie mal nur durch. Behaltet sie mal bitte auf dem Charakterblatt. Die kann euch ja immer noch zum Nachteil gereichen. Noch nicht zum Vorteil. Ich glaube, ich lösche die mal besser. Naja, wir hatten ja eigentlich von der Worry noch ein Rundum-Sorglos-Paket für Runner. Ne? Ja, sag mal, das deckt das nicht ab. Falls du dich entsinnst, hieß es da, gehen überdimensionales Blutbad außer dem Moskau halt.
Das war schon klar, das war auch nicht ernst gemeint. Na gut, kein 18K Blutbad. Ah, Junge, das war voll im richtigen Rahmen. Also mit der Einstellung. Ich möchte Kaban gerne zusammen scheißen, aber das kann ich gerade nicht. Das kannst du irgendwann mal machen. Ja. Das Ding ist halt... Kannst du jetzt gerne machen, er wird nur davon nichts mitbekommen. Ich meine, Deli hat vielleicht nicht ganz gewusst, wie viel Schaden das macht. Kaban hätte es leider wissen können, so als Söldner. Und selbst wenn das nur 10K gewesen wäre, wäre halt auch ganz, wäre halt immer noch in der Menschenmenge so. Gut. Ah. Details. Der Typ hat eine Militärpanzerung, das war gefährlich. Einige Tage später. Geht's mir wieder besser? Du, mit dir redet keiner. Wandi. Hi. Bei dir kommt die Nähmaschine, klopft an die Tür. Also die Tür. Eingelassen. Du. Es gehört ja immer zum guten Ton irgendwie. Eigentlich hätte ich mich jetzt reinhacken müssen. Bloß. Hatte ich jetzt auch keinen Bock. Okay. Ich glaube auch, das ist diese ganze Hacker-Kultur. Ich hack mich jetzt in deine Bude und mach mir selbst die Tür auf, um dir zu zeigen, dass ich was drauf habe, ist ein bisschen kaputt gegangen, seitdem man dafür unter Umständen gleich immer einen Alarm auslöst und mit Gott was zu tun hat. Die neue Matrix hat das irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Jedenfalls für mich. Stimmt, hast recht. Es ist Kultur gestorben. Hatte gerade Minilag. So, Ja, ich habe auch nichts mehr gehört. Nee, es war gerade irgendwie, ich wollte nicht reden, weil der Package Loss bei mir so dingsig war. Auf jeden Fall. So, ich habe hier alles, was du brauchst. Und noch viel mehr. Aber ich gebe dir erstmal alles, was du brauchst. Hier, Chip. Nett. Ich habe dir die alles, was ich auf Einsätze bezog in Gott, ich habe den scheiß Namen schon wieder vergessen von der Stadt. Brzanz. Genau. Habe ich hier drauf gemacht. Hoffe, es hilft meiner. Wird's wohl. Ich werde mir das mal in Ruhe angucken und wenn ich da noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder so weiter habe, melde ich mich. So machen wir das. Ja. Dann hau rein. Kriegt Klatsche, also Handabklatsch und dann gucke ich mir mal den Chip an. Cute. Also. Es gab in Brinsk gar nicht so viel Sachen. Es gab eigentlich hauptsächlich Counter-Informationssammlung für Runs, die gegen diese Munitionsfabrik geplant waren, weil sie halt wussten unter Umständen, dass da was passieren kann. Ne? Und sie haben dann halt darüber quasi von eurer Operation erfahren. Dann steht natürlich auch vom Erfolgsgrad dieses ganzen Anschlages. Das sollte ein Schlag werden gegen das Primärteam, das dort Operierende, quasi auch als Abschreckung und Beispiel. Und gegebenenfalls, wenn es sich noch lohnt, wenn sie was Gutes dabei rausfinden, gegen Ressourcen- und Operationsbasis. Sie haben was rausgefunden. Sie haben an einigen, hauptsächlich dann über die Matrix, einige Hosts und einige Datenverstecke geklatscht und ein paar Hideouts von dem Gesamtding, wo du Teil warst, kompromittiert. Es gibt auch Bilder von Leuten, die sie noch vermuten, die da mit der ganzen Sache in Verbindung stehen. Und ein paar, naja, nicht wirklich viele, aber so ein paar Daten, darunter ist auch ein Bild von Elias, plus Name, aber der Rest scheint unbekannt und sie orten ihn ein als mittelwichtigen Spieler in der ganzen Sache. Und sie vermuten seinen Aufenthalt in Warschau und alles, was über Brojansk weit hinausgeht, lohnt sich für die überhaupt nicht weiter da weiterzumachen. Also jetzt vermutlich, nachdem ihr das alles gemacht habt, was ihr so gemacht habt, lohnt sich es halt nicht mehr. Und sie haben die Einsätze gegen eure Organisation, der sie nicht mal einen Namen gegeben haben, also irgendeinen generischen haben sie den gegeben, haben sie jetzt erstmal eingestellt, solange die sich nicht nochmal nach Russland trauen. Alles, was in Polen und Weißrussland passiert, oder Ukraine, ist denen halt auch scheißegal. Aber Verräter in eigenen Reihen hatten wir jetzt keinen, ja? Keinen bewussten. Sie haben durch die Gegeninformationssammlung haben sie halt ein paar Leute, die Informanten für euch waren, quasi ausgequetscht oder gehackt oder waren in deren Wohnung und haben da was rausgefunden oder in deren Hideouts, aber sie waren keiner Verräter drin. Okay.
Wäre ja fast eine Heimkehr schon wieder safe, oder? Ich meine, müsstest in Warschau Elias bestimmt ein bisschen suchen, aber du bist ja auch ein scheiß Hacker. Ja, und ich sag mal, den kenne ich ja auch schon ein paar Jährchen. Ich denke mal, wir werden irgendwo ein Graffiti oder sowas in der Matrix vereinbart haben, wo man einander noch finden kann. Ich denke sowas auf jeden Fall. Irgendwie sowas in der Richtung halt. Dann wird es wohl mal Zeit, demnächst Warschau virtuell einen Besuch abzustatten. Vermutlich, da ihr beiden ja die einzigen Profis seid, die in dieser Runde jemals existiert haben, wird es einmal über ein Matrix-Graffiti laufen und wenn das bestätigt wird, dann nochmal über was Physisches, weil man weiß ja, wie sicher die Matrix ist, dann irgendwie quatschen mit irgendjemandem. Aber quasi das Graffiti sagt, der jemand ist dann sicher und dann wird weitergeleitet, so, ne? Also bedeutet, ich müsste physisch nach Warschau. Wäre schon sicherer, ne? Ja, sicher. Oh, dann sollte ich mal, wie soll ich sagen, einen Rucksack packen. Hattest du nur eines hin? Zwei. Gott sei Dank. Er ist ja ein Profi, ne? Im Gegensatz zu uns. Entschuldige bitte, aber diese Granataktion, die war halt Kaban 4.0. Kaban, ich töte keine Menschen, lasst mal die beiden Bodyguards bitte am Leben. Nein. Du hast mich in eine Kampfsituation gebracht, wo der Gegner militärische Kampfrüstung hat. Da war der Militärmodus drin. Genau das. Ja. Militärmodus, das heißt, hier werden die harten Geschütze aufgefahren. Na gut, wenn das PTBS bei dir schon so durchschlägt, ist okay, habe ich eigentlich nichts dagegen. Naja, ist eigentlich verständlich. Ich hatte dann auch so bei allen anderen auch schon die volle Militärpatron gesehen, deswegen hat er die Granate geschmissen. Überall sind sie. Boom. Wir sollten öfter Granaten einsetzen, merke ich jedes Mal wieder. Granaten sind toll. Nein. Warum denn nicht? Achso, ich möchte noch auf Folgendes hinweisen. Ursprünglich, die Sache, die ihr da jetzt abgezogen habt, sollte ja auch einen anderen Nutzen bringen. Es gibt jetzt ganz viele Veröffentlichungen über Piratennetzwerke und so ein Shit. Von Molokos, beziehungsweise von den schlimmen Schandtaten gegen die Menschlichkeit der fünften Kolonne. In Zusammenhang mit Mordecai, gegen die russische Bevölkerung, nicht nur gegen die bösen hier Grenzpartisanen und so ein Kack, sondern alles, was die Schlimmes gemacht haben. Und sagen wir mal, es ist einiges. Die fünfte Kolonne unterscheidet ja auch nicht zwingend zwischen Freund, Feind und was weiß ich. Das wird großspurig über die Matrix verbreitet. Molokos Ruf hat jetzt ein bisschen gelitten. Mehr als ich das eigentlich auch dachte. Wie kommt man denn darauf? Wie wilde Menge rumballern. Boom. Ja. So, ich meine, der Unfall war ja schon auf der Straße, Bullen abgeknallt, aber dann dort auch noch, keine Ahnung, war ein bisschen härter als gedacht. Aber die wollten halt nicht, dass ihre anderen Schandtaten rauskommen. Vor allen Dingen wahrscheinlich, weil noch keiner genau weiß, wo die Granate jetzt so genau hergekommen ist, ne? Ja. Das ist auch noch die Frage, aber danach haben sie auch einfach in die Menschenmenge gehalten, sag ich mal. Alles, was an denen vorbei wollte, ich meine, die einen haben mit Gel geschossen und dieser Unterlaufschrotflinte und die anderen nicht so. Ja, das lässt doch wahrscheinlich schnell Schluss zu, wo die Granate hergekommen sein könnte. Das ist, macht bestimmt eine ganz tolle Presse. Also ich sag mal, Horizon ist sich ziemlich sicher, wo die hergekommen ist. Die haben immer recht. Horizon, Lieder mag Horizon. Ich sag mal, Aztec ist sich auch ziemlich sicher, wo die hergekommen ist. Da haben wir eigentlich die beiden größten Meinungsmacher zusammen. Scheiße! Tja, Zenit ist sich nach einer Weile auch ziemlich sicher, dass Monoko doch scheiße ist. Nicht gut. Wir sind alle einer Meinung. Man muss es schnell abstoßen, das verbrannte Kind, bevor es noch, ne? Nee, wir haben auch immer gesagt, dass die scheiße waren. Ich fand die auch echt immer schon doof. Ja. Ist doch gut. Zenith lernt dazu. Sehr gut. Auch schön, dass die das mal lernen.
Was klärt man denn noch so alles über die fünfte Kolonne? Wären die denn jetzt mittlerweile langsam aber sicher zerschossen? Die fünfte Kolonne als Organisation ist wenig später, in darauffolgenden Wochen, eine Organisation, die in Russland als solches verboten, verfassungsfeindlich, vaterlandsfeindlich und überhaupt ist. Leute, die zur fünften Kolonne gehörten, wären alle erstmal nicht nach Art der Nürnberger Prozesse jetzt irgendwie. Aber ich sag mal... Geht weiter. Ja, sag mal, vielleicht der Augsburger Prozesse oder so. Das klingt so sehr nach Puppenkiste. Die stehen erstmal alle unter Generalverdacht und man versucht jetzt schon ein bisschen auch die nicht nur einzudämmen, sondern die werden jetzt auch einfach keine Geldgeber mehr kriegen, weil man hat ja gesehen, was es Moloko gebracht hat, mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Also die werden vermutlich nicht viel Erfolg haben. Die werden gehasst von allen Humanist-Leuten, die werden gehasst von allen Russland-Faschisten. Also, ich sag mal, das ist keine schöne Zeit für so einen fünfte Kolonne-Typ. Ah, sehr gut. Ist bekannt, dass die diese Tattoos tragen jetzt? Bestimmt, ne? Na klar. Lübt. Ah, wie schön. Es ist auch bekannt, in welchen Gefängnissen die rekrutiert haben und so. Und die haben echt auch viele Namen. Denk mal, Horizon wird da eine schöne 1,5-Stunden-Doku draus machen, ne? Ja, Horizon wird vielleicht noch ein bisschen weitergraben und Aufenthaltsorte von ex-fünfte Kolonne-Mitgliedern ausgraben und freundlicherweise immer eine aktualisierte Liste den Behörden und der Polizei liefern. Und wenn die sich nicht schnell drum kümmern, dann könnte es sein, dass Horizon das ein bisschen anprangert. Oh, ein schöner Leben in Russland. Ich mag Horizon. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Horizon mag? Ja, was soll man denn noch anderes machen? Die sind echt schnuggelig. Ja, aber Aztec ist, cool. Aztec ist da auch hinterher. So ist es nicht, ne? Wenn ihr euch erinnert, die fünfte Kolonne hat auch immer gern gegen Aztec-Operationsbasis, die dort söldnermäßig unterwegs waren, gedings. Die wollen auch, dass die verbrennen. Finde ich gut. Ah, das geht runter wie Öl. Sag ich mal. Alles dank dir und deiner. Mhm. Ja, Casualty of War, weiß man ja. Schön. Schön, schön. Das doch, das gefällt mir. Sehr gut, dann kann Carmen endlich wieder beruhigt schlafen. Ey, sag mal, du, mit dir beschäftige ich mich irgendwann mal einen anderen Tag. Ich glaube... Ich hab noch ein bisschen Zeit. Ich muss noch nicht Schluss machen. Nee. Auf jeden Fall gibt's dann beim nächsten Mal das Körperteile-Bingo, das Organ-Bingo. Ja, mal gucken. Wir würfeln mal von 1 bis 6 und mal gucken, welche Organe jetzt wieder fehlen. Nee, es war... Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Glatterdurchschuss durch die Lunge ist immer kacke. Ich sag mal so, wenn Schwertransporter an der Klinik steht, dann weiß ich, es war sein Hoden. Solange die nicht daneben geschossen haben und das beste Stück abgeschossen haben, ist alles gut. So ein Cyberschwengel. Ich überleg mir, vermutlich wirst du halt echt viele Projektilsplitter und viele Splitter allgemein deiner Hüfte in ungünstigen Regionen rumfliegen haben. Wenn das natürlich irgendwann mal so ins Dings rutscht, ins Gelenk, das wäre natürlich echt kacke, ne? Ja, oder noch viel schlimmer. Ein Durchschuss durch den Darm. Nee, ich habe ja gesagt, durch deine Knochen ist die ja ganz geschickt eingetreten durchs Schlüsselbein, wurde abgelenkt und ist an deinem äußeren Rippenbogen quasi, hat da alle Rippen einzeln gefickt, wurde dann ein bisschen abgelenkt und ist in deine Hüfte. Hat aber dadurch wenig Organe, hart, also mega hart. Also, wollte dir jetzt einen Grund geben, mir einen Fäkalienbehälter zu geben? Oh, bitte. Du musst es wollen. Nein, das will ich nicht. Wenn du es nicht willst, kann ich auch nicht helfen. Das ist nichts, was ich dir verpasse. Das ist was du aus ganzem Herzen dir flehend erbettelst. Aus ganzem Darm, sagst du. Mindestens. Nee. So ein Fäkalienwälder, der ist mir doch einfach. Nee, den will ich nicht. Also, da kann ich lieber, ne, eine Granate in den Menschenmengen schmeißen, aber Fäkalienwälder, der kommt mir nicht ins Haus.
Wie gesagt, ich warte nur auf den Smart-Ass. Vorher kommt da nichts rein. Stimmt. Dass man mal richtig Kopf auf die Vorschlagseite packen sollte. Smart-Ass-Fuck, oder was? Den Smart-Ass. Das ist so ein Ding, das genau Konsistenz, Zeitpunkt und so weiter des Schisses intelligent managt. Warum? Ja, dann hast du immer den richtigen Schiss drauf. Wenn mal zu viel Flüssigkeit ist, kriegst du eine automatische Darmspülung. So fürs Wohlbefinden. Passt schon. Deli, wie oft hattest du es schon, dass du richtig wütend auf jemanden warst und gesagt hast, boah, ein Wort und ich kack dir in die Schuhe. Und dann hat der andere gesagt, ach ja, und dann konntest du aber nicht. Das alles gehört der Vergangenheit an mit dem Smart-STM. Und jetzt sag mir nicht, dass du das als Person nicht schon häufig hattest. Das kannst du mir einfach nicht erzählen. Ja, schon. Aber ich arbeite ja nicht so direkt mit Kunden zusammen, deswegen habe ich das immer eher nur gedacht, anstatt das gesagt. Und ich bin auch immer zu weit weg, um ihn wirklich in die Schuhe zu kacken. Ja gut, das ist ja jetzt aber ein bisschen ein Einzelfall. Das ist ja dann aber kein Problem. Mit so ein paar Einstellungen, da kannst du aus 3 Metern eine Buggy-Flasche voll scheißen. Ja gut, dann müsste man sich das vielleicht mal besorgen. So als Fernkampfwaffe. Exotische Fernkampfwaffe. Passt doch. Ja. Juti, ich würde sagen, dann verabscheuen wir uns und gehen ins Bett. Quasi. Penis garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. Ich will ja keine Bodyguards killen. Granate! In Zukunft werde ich ihnen einfach auch keine mehr geben können. Granaten. So weit ist es gekommen. Junge, Junge, Junge. So, fangen wir lieber mal an. Es gibt jetzt ja noch einiges zu sagen, tatsächlich. Folgendes, und das ist das Erste. Okay, TikTok hackt zweimal den Hubschrauber. Vergeblich, weil er es nicht hinkriegt. Und dann dreht er aber trotzdem ab. Bist du denn dumm? Trolli. Ja, erstens natürlich. Zweitens, TikTok ist aber auch während dieser 4 Würfe ungefähr 5-mal rausgeflogen. Das macht vieles nicht einfacher. Und nach dem Granatwurf wusste ich sowieso überhaupt nicht mehr. Da war ich auch einfach ziemlich raus. Da hatte ich überhaupt keine Wahl, weil da musste ich einfach nur noch irgendeinen Scheiß machen. Es war alles zu spät. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich es rechtfertigen. Ja, der andere Teil der Gang, der hat ja dort noch ein bisschen mehr Krawall gemacht und die hatten auch einen Hacker und der Hacker dort unten, der ist tatsächlich gestorben bei der Panik. Und so und ja, also man kann Gründe finden, man kann es auch lassen. Es war einfach auch alles zu spät. War es halt wirklich. So. Punkt 2. Als wir anfingen, war ja tatsächlich der Internet-Rollenspiel-YouTube-Markt noch nicht ganz so gefüllt wie jetzt. Das heißt, wir können nicht nur sagen, wir haben das gemacht, bevor es cool war, sondern einfach dadurch, dass das Spiel nicht da war, so ein Output und so ein Kram, haben wir uns natürlich an dem orientiert, was es gab. Also Plüschgranate und Hidden im Wesentlichen für Shadowrun. DSA gab es auch schon, aber DSA wird nicht mitgezählt, weil der ist disqualifiziert. Auch generell einfach disqualifiziert. So, Plüschgranate hat ja seinen Kram immer in Staffeln eingeteilt. Und Hidden Grid hat ja sehr, die haben das ja noch viel merkwürdiger gemacht. Die hatten ja quasi dann einen großen Run-Komplex. Das war dann quasi die Episode. Und dann haben die jeden Spielabend so hochgeladen, wie er war. Das war dann die Session.
So, das hat der Düst so halb übertragen, was ja aber völlig, also das konnte man ja überhaupt nicht übertragen, weil ja nicht Spielabend hochladen, sondern Spielabendhälften. Und wir haben das ja nicht mal erkannt, dass das gar nicht sinnvoll war. Aber das könnte Verwirrung ausgelöst haben, vielleicht in der Vergangenheit. Ja, nicht nur für Zuhörer, sondern auch für uns. Sehr so völlig bescheuert. Deswegen habe ich das jetzt auch irgendwann alles umbenannt. Des Weiteren ist es für uns auch völlig sinnlos, irgendwas einzuteilen. Denn wir haben einfach keine wirklich abgeschlossenen Komplexe. So, also haben wir eine lange zusammenhaltende Storyline? Ja, nee. Was die Runde zusammenhält, sind Buttplugs, Tampons und White Russian. Saufen, saufen, saufen. Das war's. Und das wird ja auch so bleiben. Weswegen das ja jetzt auch die letzte Staffel war. Eigentlich wollte ich das tatsächlich immer irgendwo in der Folge einfach mal mitten ins Bild packen. Das ist übrigens die letzte Staffel White Russian. Und dann hat Lumi das verboten, weil keine Ahnung, das habe ich mir gedacht, fickt euch doch. Ja, egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt einfach nur noch mal weiterzählen, Folgentitel. So. Es wird auch weiterhin keine wirklich zusammenhängende Storyline geben. Um das mal ganz profan auszudrücken. Das Leben besteht nicht aus einer Geschichte in Akten, sondern aus einer Anzahl unbestimmte Ereignisse, die man als positiv oder negativ erlebt. Oder, um es philosophisch auszudrücken, ich habe weder Bock noch die Fähigkeit, so einen Abenteuerfaden zu entwickeln. Beispiel A. Die ganze Sache mit den Nazi-Docs. Punkt. Das ist auch Beispiel B bis Z übrigens. Ist für die Gruppe eh nicht so gut. Also für die Gruppe war so ein zusammenhängendes Story-Ding überhaupt nicht sinnvoll, weil das ja alles nur Einsteiger waren. Da brauchte man das eh nicht. Und ich kann es halt auch nicht. Und das ist auch überhaupt nicht mein Stil. So. Jetzt aber, da die Geschehnisse um den besten Kinderzwerg der Welt abgeschlossen sind. Und der erste Mal, damit meine ich erstmal, Elias sucht. Wir wissen ja überhaupt nicht, was in Zukunft passiert. Haben wir tatsächlich jetzt mal anders. Kaban kommt zur Gang. Boom, Spoiler. Nein, Spoiler. Also, Kaban kommt zur Gang. Damit haben wir die Möglichkeit, dass wir alle Geschehnisse um die scheiß Gang rumbauen können. Das heißt, es gibt viel mehr Möglichkeiten zur NSC-Interaction, die sowohl Kaban als auch Flumi betrifft, was ich als sehr gut empfinde. Das ist nämlich das, was ich kann. Und das ist das, was wir auch als Gruppe viel machen und machen wollen. Und die Entwicklung der Gang ist ja tatsächlich dann irgendwie ein zusammenhängendes Thema für die Runde, die aber nicht wirklich geschichtlich begrenzt ist oder die auch nicht run-technisch begrenzt ist. Die beiden können trotzdem Runs machen. Entweder für die Gang oder auch für andere. Das ist nicht so das Problem. Aber wir haben irgendwie jetzt so, wir haben jetzt eine Richtung. Das ist sehr gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Das gibt auch Kaban tatsächlich mal ein paar Freunde. Guck dir den Grenzer an. Dreimal über die Alte heulen und dann war das Treffen vorbei, oder was? Der Doc, der freut sich nur, weil Kaban ihm so viel Geld bringt. Müssen wir Kabans andere Freunde hören? Fedor. Fedor wird in Zukunft ein bisschen schwieriger. Einfach um Geschehnisse mit der Wori, die irgendwann mal noch kommen. Und dann Kabans weitere Freunde. Gandhi. Wurde ihm auch nur angeschleppt. Punkt. So, nee, also Kaban kriegt ja ein bisschen mehr Halt, den er auch sicherlich braucht, um weg von dieser unendlichen Hundeverehrung zu kommen, die ja ausgelöst durch Freya tatsächlich Maße annimmt, die nicht mehr in Ordnung sind. Nicht wahr? Danke für die Zustimmung. Genau. Also wir werden jetzt Gang machen. Lange. Vorbereitung meinerseits in den folgenden Monaten wird sowieso sein, ich habe das TS aufgemacht. Ich bin also da. Ja, das reicht doch erstmal. Bei Flummi sowieso. Deswegen werden wir mal gucken. Weiterer Fahrplan. Außerhalb dessen.
irgendwann wird nochmal was zur 200. Folge nachträglich kommen. Ich weiß nicht, November glaube ich nicht mehr, Dezember? Irgendwann da. Vielleicht mache ich das so einfach Weihnachten. Das könnte auch sein. Ja, das klingt vernünftig. Also, wird nochmal irgendwas zur 200. Folge kommen. Jetzt nichts Außergewöhnliches. Das wird schon ein Spielabend sein. So. Und dann haben wir ja noch ein paar Dudes, die auch gesagt haben, hier, Jungs, lass mal, ich würde mal mitspielen. Ich glaube, es sind jetzt aktuell noch 2, wenn der eine Herr nicht doch montags Zeit bekommt. So. Das werden wir erst im Januar irgendwie einbinden können. Und mit Januar meine ich, im Januar spielen wir das. Mit dem einen. Also, das dauert. So, keine Ahnung. Nächstes Jahr im Sommer. Sind wir da mal, weißt du, wieder an einem Punkt. Und dann wissen wir ja nicht, ob wir dann nochmal mit TikTok oder nochmal mit anderen und so weiter. Das steht alles noch völlig in den Sternen. Das lohnt sich sowieso nicht, drüber nachzudenken. Jetzt erstmal zu zweit. Auch schon aus organisatorisch-technischen Gründen. So. Das wird das. Habe ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Völliges Unverständnis ob Körbans Handlungen, das ist ja normal. Das ist ja völlig normal. Ja. Genau, das müsste es tatsächlich gewesen sein. Jo. Viel Spaß und bleib. Ach nee, Tata. Viel Spaß und bleib geil, war richtig gut. Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Green Grass und von The Cheese Mites mit Cheese Mountain Pace Garage. Kanalbild ist von Avertube mit Titel Dummste, alle reicht erscheinen wie Beschreibung. Oh, ich habe was vergessen. Da wir jetzt nicht mehr an Staffeln rechnen, machen wir natürlich nicht jedes Mal jetzt irgendwie neue Musik oder so. Keine Ahnung. Wir werden jetzt erstmal mit dem Scheiß bleiben und mal gucken, wenn irgendwann wir noch was anderes Bock haben, dann das. Aber wir sind jetzt quasi in einem. Wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt nicht mehr so, dass wir uns von Run zu Run hecheln müssen. Wir sind jetzt irgendwie, wir sind gesetzt alt, wir sind jetzt Establishment, verachtenswert, spießig. Okay, aber das hat sich hier super spießig geworden dann. Das kommt auch noch irgendwann. Und, ne? So, also wir sind jetzt auch nicht mehr cool. Das wollte ich nochmal sagen. Es wird jetzt Zeit zu deabonnieren. Gut. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Milz-Bros und natürlich Milz-Schogetten.